Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Denise Schifra-Baratsch, ich bin die Kinder- und Jugendanwältin des Landes Steiermark und ich darf Sie alle hier sehr herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen. Ich darf Sie durch den heutigen Abend ein bisschen führen und ein bisschen ergänzen, ein bisschen mitreden, weil ein bisschen eine Ahnung von diesem Thema habe auch ich. Gefahr am Display, Segen und oder Fluch für unsere Jugend. Der Titel sagt uns eigentlich schon ganz viel. Digitale Endgeräte sind ein nicht mehr wegzudenkender Teil und ein zentrales Unterstützungs- und Kommunikationsmittel unseres beruflichen und auch privaten Alltags geworden. Gleichzeitig bergen diese Geräte auch ein großes Gefahrenpotenzial, insbesondere natürlich für unsere Kinder und Jugendlichen. Wichtig ist, dass nunmehr ein politischer Diskurs über das Thema geführt wird und daher gilt ein besonders großer Dank an unsere Frau Landtagspräsidentin Manuela Kumm, dass sie dieses Thema auch hier aufgreift. Die Diskussion über die Verwendung und den Zugang zu digitalen Endgeräten muss breit gedacht und vieles abgewogen werden, um hier nachhaltige und sinnvolle Lösungen zu finden. Dass sich dadurch die rasche Digitalisierung massive Problemfelder aufgetan haben, ist unbestritten und es gibt dringenden Handlungsbedarf, wie wir, glaube ich, alle wissen. Daher haben wir am heutigen Abend drei ExpertInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen eingeladen, die uns mit ihren Impulsvorträgen ihre Sicht der Dinge etwas näher bringen werden und uns anschließend für eine Diskussionsrunde zur Verfügung stehen werden. Ich bitte Sie auch, Fragen, die während der Vorträge auftauchen oder entstehen, aufzuschreiben oder sich zu merken, damit wir dann anschließend wirklich darüber diskutieren können. Nun darf ich jetzt aber erst einmal an die Gastgeberin des heutigen Abends, Landtagspräsidentin Manuela Kumm, übergeben und um ihre Eröffnungsworte bitten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier im Landhaus, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr euch heute Zeit genommen habt zu einem Thema, von dem ich persönlich glaube, dass es in unserer Gesellschaft ein wenig Verschiebungen gibt, die wir vielleicht noch in die richtige Richtung schubsen können, dass sie zu diesem wichtigen Thema gekommen sind. Sie erlauben mir, dass sich einige Ehrengäste, und im Grunde genommen sind sie alle Ehrengäste, trotzdem einige besonders begrüße. Ich freue mich sehr, dass meine Kolleginnen aus der Politik da sind, weil ich glaube, dass das nicht nur ein Thema bei uns hier im Landhaus ist, sondern dass das auch ein Thema auf der Bundesebene ist. Und darum begrüße ich ganz herzlich die Frau Abgeordnete zum Nationalrat Martina Kaufmann. Herzlich willkommen. Wenn ich von der Politik spreche, dann ist es für uns auch immer wichtig, mit unseren Abteilungen in guten Austausch zu sein, weil Sie ja unsere Stützen sind und uns bei allen Themen begleiten. Und ich begrüße ganz herzlich die Abteilungsleiterin Hofrätin, Regierungsrätin Magistra Barbara Bittner, die später kommt. Darf ich vorstellen, da hinten stehen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diejenigen sind, die dafür sorgen, dass ich da vorne weiß, wer da ist oder nicht da ist. Und in Wirklichkeit sind sie unschuldig, weil es ist ein Fragezeichen hinter diesen Namen. Also es war schon meine Schuld, keine Sorge. Aber an dieser Stelle möchte ich mich trotzdem gleich vorab bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die natürlich für die Veranstaltung viel, viel tun müssen. Und darum an dieser Stelle ganz herzlichen Dank auch an euch. Ich freue mich sehr, dass er hier ist, weil es eine sehr enge Zusammenarbeit gibt. Ich begrüße seitens der Bundespolizeidirektion den Herrn Brigadier Thomas Heiland. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ich freue mich, weil ich glaube, dass sie ein wichtiges Bindeglied ist, die Präsidentin des Steirischen Landesverbandes der Elternvereine, Frau Ilse Schmidt, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Und unsere Moderatorin hat schon gesagt, wir haben uns Experten eingeladen, weil wir dieses Thema einfach von verschiedenen Seiten betrachten möchten. Aus medienpädagogischer Sicht, Medienpädagoge und Psychotherapeut Lukas Wagner. Herzlich grüß Gott. Aus rechtlicher Sicht und heute quasi aus erster Hand die Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen Graz, Frau Magistra Caroline Liss. Grüß Gott, Frau Präsidentin.
Und aus psychotherapeutischer Sicht den Psychotherapeuten für Verhaltenstherapie und Supervisor Daniel Kuhle herzlich grüß Gott. Ich freue mich sehr, dass die Medien da sind. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns helft, das Thema auch hinauszutragen, um damit ein Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen. Also herzlich willkommen an die Medienvertreter, allen voran an den Gregor Waltl. Herzlich grüß Gott. Und ich bedanke mich, und ich sage das jetzt sehr bewusst, bei unserer Kinder- und Jugendanwältin. Sie ist die steirische Kinder- und Jugendanwältin, die bei uns ganz, ganz viel unterstützt und hilft, wenn es um diese Fragen geht, was muss die Politik tun. Herzlich willkommen, Magistra Denise Schieferer-Baratsch. Danke auch fürs Moderieren. Meine Damen und Herren, warum tun wir das? Das habt ihr alle mit, nehme ich an. Gibt es irgendjemanden in diesem Raum, der kein Handy mit hat? Echt? Weil sie es daheim vergessen haben. Ja, das haben wir eh gedacht. Aus diesem Grund. Und ich werde dann oft gefragt, warum haben wir Gefahr, warum Segen und Fluch? Wissen Sie, für mich ist das Gerät ganz was Tolles. Ich bin schon etwas in die Jahre gekommen. Also wir hatten früher so einen Computer von Honeywell Bull in meiner ersten Firma. Da ist auf dem Handy 100-mal mehr als auf dem Riesenkasten damals oben mal mit 7-mal sichern und was weiß ich was alles. Und es eröffnet mir durchaus den Blick in eine andere Welt. Die Frau Google weiß alles. Und es ist großartig, wenn man unterwegs ist und ganz schnell die Frau Google fragen kann. Ich mag das sehr. Und ich finde das zum Beispiel ganz toll, und sie erlauben mir jetzt die Sicht der Großmutter. Mein Enkelkind wohnt weit weg von mir. Und wenn ich sie treffe, kennt sie mich. Warum? Weil ich WhatsApp telefoniere. So, sie kennt nicht nur meine Stimme, sie weiß auch, wie ich aussehe, und ich bin für sie nicht fremd. Und viele dieser Dinge sind großartig. Wir hier haben ja einen papierlosen Landtag, ganz egal, wo ich bin. Ich kann jederzeit jedes Stück, das hier eingebracht wird, freigeben. Das ist super. Ich bin nie in Urlaub. Das ist weniger super. Das ist nämlich die andere Realität. Und manchmal muss ich lachen, wenn ich bei einem Termin bin und da haben mich Menschen innerhalb einer Viertelstunde 5-mal angerufen. Weil ich muss ja erreichbar sein. Ob das immer so gut ist, weiß ich nicht. Vor allen Dingen wundere ich mich, wenn mich jemand in einer Viertelstunde 5-mal anruft, dann wird er sich wohl denken, es geht nicht, ich rufe schon irgendwann zurück. Also man ist durchaus ein bisschen getrieben. Und trotzdem bin ich froh, dass es die neuen Medien gibt, und trotzdem bin ich froh, dass ich ein Handy habe, dass so viele Dinge auf den Weg gebracht wurden, die mir das Leben erleichtern. Aber ich sehe auch die eine oder andere Geschichte, die mir Sorgen bereitet. Und große Sorgen bereitet mir, wie ist der Umgang mit dem Handy, mit den Tablets bei unseren Kindern. Und ich sage euch auch, warum ich wollte, dass wir diese Veranstaltung machen. Ich war heuer mit meinem Mann im Februar auf Urlaub und da waren ganz viele Familien mit kleinen Kindern. Und beim Abendessen, Schatzi bitte, wurde vor das Kind das Handy hingestellt und das Kind hat dann irgendwann den Mund aufgemacht, wenn eine Gabel dahergekommen ist, aber war vollkommen fixiert, was passiert in diesem Handy. Und dann habe ich mir gedacht, ist es das, was wir wollen? Und zu diesem Zeitpunkt habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen, was passiert da eigentlich? Und ich habe schon ein bisschen Sorge. Soziale Kompetenzen, lernt man die noch mit dem Ding? Hat man gute Freunde, wenn man viele Likes hat? Wie ist es denn, wenn heute die Welt zusammenbricht, weil die erste Liebe beendet wurde, reicht es dann, wenn eine Freundin ein Emoji schickt? Fehlen uns nicht die Umarmungen? Fehlt uns nicht dieser persönliche Kontakt? Ist es schön, wenn schnell ein Like kommt? Aber ist es genug? Also ist es gut oder ist es nicht gut? Ist die Entwicklung eine besonders tolle oder eine weniger gute? Und wir in der Politik haben die Probleme, wir sollen Rahmenbedingungen schaffen.
Und es hat vor kurzer Zeit bei uns im Haus eine immense Diskussion gegeben, weil es wurde die Idee geboren, dass das Handy während der Unterrichtszeit nicht erlaubt sein soll. Es hat dann in diesem Haus sofort einen Antrag gegeben, ob wir die Zukunft der Kinder verhindern, dass sie mit neuen Medien nicht umgehen können. Das ist ein bisschen was anderes, ob ich im Unterricht lerne, wie geht man mit diesen Dingen um, oder ob ich während dem Unterricht vielleicht nur die Frau Google befrage. Und ganz schlimm war es für mich, als mir dann erzählt wurde, dass es Volksschulkinder gibt, die bei dem einen oder anderen aufpoppen, die massive Probleme haben, weil sie im Internet Pornofilme schauen. Das überfordert, glaube ich, ein Kind mit 7, 8. Ist das gut oder ist es nicht gut? Und diese Frage stellt sich. Und aus diesem Grund bin ich sehr, sehr froh, dass die Expertinnen und die Experten da sind, um mit uns einen kleinen Weg zu beschreiben, wo stehen wir denn im Moment, wo sind Gefahren, was ist aber auch gut daran. Und ich bitte euch auch, euch in die Diskussion dann mit einzubringen, weil es muss auch die Politik handeln und das geht nur dann, wenn wir wissen, wie es tatsächlich ist. Und aus diesem Grund noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da seid, dass ihr euch beteiligt und dass ihr auch diejenigen sein werdet, die das Thema hinaus in die Gesellschaft tragen. Dafür ein herzliches Vergelt's Gott. Und dann darf ich an meine charmante Moderatorin übergeben. Bitte schön, Denise. Ja, vielen lieben Dank, Frau Präsidentin. Ein wahres Wort, was du hier gesprochen hast. Viele Themen, die du schon angerissen hast. Lukas Wagner, unseren ersten Impulsredner, hast du schon kurz vorgestellt. Er ist Psychotherapeut, Supervisor und Medienpädagoge. Und ich kenne, und das darf ich jetzt in diesem Zusammenhang sagen, Lukas schon etwas länger, weil es ist so, es gibt eine Studie über Mediensucht und da ist es rausgekommen, dass Kinder wirklich übermäßig viel am Handy hängen, dass es Schlafstörungen gibt etc. Und daraus ist dann druckfrisch heute vom Gesundheitsfonds ein Aktionsplan entstanden zum Umgang mit Suchtverhalten im Internet. Und Lukas und ich waren in diesem Beirat, der diesen Aktionsplan ein Stück weit mit ausarbeiten durfte und deshalb kennen wir uns schon länger. Er hält sonst noch Seminare, Vorträge, Workshops zur Digitalisierung und den Auswirkungen von digitalen Medien auf Kinder, Jugendliche, Familien, Unternehmen und die Gesellschaft. Er wird uns heute einen kurzen Ist-Stand im Bereich der Medien geben. Welche Medien werden genutzt? Welche Auswirkungen haben sie? Was bedeuten digitale Medien für die Lernprozesse? Und wie kann ein guter Umgang damit gelingen? Bitte, Lukas. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich heute sprechen darf. Der Herr Medienpädagoge hat keine Uhr, der hat sein Handy neben sich liegen, damit er auf seine Redezeit schauen kann. Alles, was versprochen wurde, versuche ich jetzt in 12 bis 15 Minuten unterzubringen. Als Psychotherapeut ist es so, dass in meiner Praxis 4 bis 6 Mal pro Woche mein Handy läutet, weil Eltern Therapieplätze suchen für ihre Teenagerkinder, weil die 15, 16, 17 Stunden pro Tag Computer spielen. Manchmal seit Wochen, manchmal seit Monaten und manchmal auch seit Jahren. Als Medienpädagoge ist es so, dass ich im Schnitt 6 bis 10 Anfragen pro Woche bekomme für Seminare, für Fortbildungen zu Digitalisierungsfragen und zu der Frage, wie können wir in unserer Einrichtung, in unserer Familie, in unserem System, in unserer Schule gut mit digitalen Medien umgehen. Das geht von der Elementarpädagogik, das geht von der Kinderkrippe bis zum Altersheim. Ist das ein Thema? Wie kann uns das gelingen? Bevor wir uns überlegen, aber wo wir hinwollen in Sachen Medien, müssen wir uns überlegen, wo stehen wir? Also was ist der Status quo? Der derzeitige, soweit er bekannt ist, Status quo ist folgender. Wir haben ein Einstiegsalter für digitale Medien, ja, in Form vom Smartphone bei Kindern mit ca. 9. Das heißt, mit 9 Jahren haben in etwa 70%
aller Volksschulkinder ein eigenes Smartphone. Wenn man diese Kinder fragt, wer begleitet dich, wer unterstützt dich bei der Nutzung, dann sagen fast die Hälfte der Kinder niemand. Wenn man die Kinder fragt, wer kennt sich bei dir in der Familie am besten aus, so mit dem Handy, dann sagen die Kinder, ich. Ja, auf Platz 2 kommen große Brüder, ja, den großen Schwestern wird das nicht zugetraut. Auf Platz 3 kommt der Vater, auf Platz 4 kommt die Mutter und an letzter Stelle reihen sie die Lehrerinnen und Lehrer, ja, in dieser Studie. Das sind Zahlen aus dem Land Oberösterreich, die machen immer wieder eine Kinder-Jugend-Medienstudie, heißt die. Wenn wir uns jetzt anschauen, okay, die kriegen ganz früh ein Handy, ja, was machen die eigentlich mit dem oder wie viel nutzen die das? Dann gab es schon eine ganz große Vor-Corona-Studie noch, die sich Mediennutzung angeschaut hat, damals durchgeführt in Tirol, repräsentativ für 10- bis 13-Jährige und die damals schon zeigen konnte, Kinder haben im Schnitt 6 bis 8 Stunden vor Bildschirmen pro Tag. Diese Studie hat die Schule mitgezählt, das heißt, wenn ich in der Schule 3 bis 4 Stunden mit Beamer unterrichtet werde, habe ich da automatisch schon in der Zeit von 8 bis 12 4 Stunden Bildschirmzeit, habe aber mein eigenes Handy. Das habe ich da schon seit einem Jahr, seit 2 Jahren, seit 3 Jahren noch nicht einmal angegriffen. Das habe ich am Schulweg noch nicht benutzt, das habe ich am Weg nach Hause nicht benutzt, am Abend im Bett, sondern das ist ausschließlich die Zeit, die jetzt mal in der Schule stattgefunden hat. Wenn wir ganz spezifisch zur Handynutzung schauen wollen, kommen wir bei Teenagern in Österreich auf einen Schnitt von ca. 5 Stunden Freizeitnutzung pro Tag. Typische 14-, 15-, 16-Jährige, auch 13-Jährige nutzen ihr Handy rein für Freizeitaktivitäten ca. 5 Stunden pro Tag. Pädagogisch frage ich mich schon einmal, wo kommt diese Zeit her? Ja, weil die Smartphones haben wir in dieser Form 15, 16 Jahre, die muss irgendwo herkommen. Ja, und mein Input an Gruppen ist immer, überlegen Sie sich, ich komme heute Abend zu Ihnen und sage zu Ihnen, ab morgen müssen Sie alle 5 Stunden in Ihrem Tag freimachen. Ja, Sie können in dieser Zeit eigentlich nichts anderes machen und wenn, dann können Sie es nur halbherzig machen. Sie werden gegen Straßenschilder laufen, Sie werden vor die BIM spazieren, all diese Dinge, die wir im Alltag erleben, wenn die Kinder aus der Schule rausgehen und mit dem Handy spielen. Das ist eine unglaubliche Menge an Zeit, wenn man sich anschaut, wo die herkommt und ich würde Sie jetzt raten lassen, Sie würden alle richtig raten. Das kommt vom Freundetreffen, das kommt vom Lesen, das kommt von der Zeit in Vereinen, das kommt von Zeit, die draußen stattfindet. Das kommt von der Lernzeit, die früher dafür verwendet worden ist, weil digitale Medien eine Sogwirkung auf Kinder haben. Das heißt, die haben eine Eigenschaft, eine Wirkung, die dazu führt, dass Kinder das immer mehr und immer intensiver nutzen wollen. Wenn die Kinder jetzt mit 10, 11 einsteigen, dann sind die aus pädagogischer, für mich auch aus psychotherapeutischer Sicht überhaupt schon eine spannende Generation. Zu dieser Generation gehören zum Beispiel auch meine Töchter, die sind 3 und 6, nämlich zu einer Generation, die eine Welt ohne digitale Medien nicht mehr kennt. Oder? Die jetzige Teenager-Generation, über die wir sprechen, 15-, 16-Jährige, kennen eine Welt ohne Smartphone, ohne Tablet, ohne iPhone nicht mehr. Die haben das selber niemals kennengelernt. Das heißt, wir können als Zeitzeugen und Zeitzeuginnen erklären, wie war das damals, wie man ohne Handy groß geworden ist. Und das werde ich auch oft in Workshops gefragt. Ich habe früher sehr viel mit den Kindern direkt gearbeitet. Die fragen dann, wie habt ihr euch zum Fußballspielen verabredet? Wir haben uns halt ausgemacht, wann wir uns treffen. Und wer da war, war da und wer nicht da war, war nicht da. Da ist halt irgendwas dazwischen gekommen. Das hat sich alles digitalisiert. Seit wir uns Mediennutzung anschauen, können wir auch zeigen, dass Mediennutzung im Schnitt jedes Jahr um 20 Minuten pro Tag steigt. Das heißt, die Kinder, die jetzt 4 Stunden vorm Handy sind, werden nächstes Jahr 4 Stunden 20, dann 4 Stunden 40 und so weiter vor dem Handy sein. Die Hoffnung war ein bisschen, dass es einen Corona-Effekt gibt und dass das nachher weniger wird, das hat sich in den Zahlen nicht zeigen lassen. Das geht konstant nach oben. Darauf aufbauend müssen wir uns die Frage stellen, und das ist heute für mich ein besonderer Luxus, weil ich nicht aus der psychotherapeutischen Perspektive sprechen darf. Ich muss nicht behandelnd darüber reden, wie tun wir mit denen, die schon in einer suchthaften Problematik drinnen sind, sondern nicht auf rein pädagogisch darüber sprechen. Wie wollen wir mit dem umgehen? Und meine Antwort auf diese Frage ist immer dreigeteilt. Wir müssen uns überlegen, wie wollen wir individuell mit Kindern und Jugendlichen tun, wie wollen wir institutionell mit ihnen tun und wie wollen wir politisch mit ihnen tun. Ja, und das sind 3 ganz unterschiedliche Ebenen.
Für mich heißt eine individuelle Ebene. Wir haben Kinder, die Medien sehr viel nutzen, allen voran Social Media, und da denke ich jetzt an TikTok, Instagram und Snapchat, die drei Dienste, von denen es auch die meiste Literatur und Forschung gibt, dass die hochproblematisch sind für Kinder. Es ist nicht WhatsApp, nein, es ist nicht Kommunikation, es ist nicht, ich schreibe mit meiner besten Freundin, sondern es ist TikTok, Snapchat und Instagram. Individuell heißt das, wir müssen auf die Kinder offen und wertschätzend zugehen. Die sind die Letzten, die was dafür können, dass diese Medien problematische Auswirkungen haben. Die besten Entwicklerinnen der Welt, die besten Designerinnen der Welt entwickeln Technologie, die Kinder maximal lange vom Bildschirm halten soll, weil das ein Geschäftsmodell ist. Die Kinder sind das letzte Glied in dieser Kette. Kinder erleben meistens Erwachsene primär als Medienminimierer, als Medienkontrollierer und selten als Menschen, die neugierig sind auf ihre digitalen Lebenswelten. Ja, ich arbeite sehr viel mit Eltern und in der Elternberatung, in Elternabenden an Schulen, wenn man fragt, ja, wo sind denn die Kinder so unterwegs? Macht irgendwas Nerviges auf YouTube. Ja. Wir wissen es oft nicht. In dem Moment, wo Kinder über ihre Lebenswelt sprechen können, wo man die fragt, du, was machst denn du, worum geht es da eigentlich, und ich verstehe es vielleicht nicht, aber kannst du es mir erklären, ist das für viele Kinder eine ganz neue Erfahrung. Da spreche ich auch aus der Gewaltprävention pädagogisch, weil das heißt, die Kinder lernen, man darf über Medienerfahrungen sprechen. Ja, das ist nichts, was die Eltern nicht interessiert, was tabu ist, was böse ist, sondern da kann man drüber reden. Das heißt, ich kann auch drüber sprechen, wenn was Schlimmes passiert. Individuell ist eine der wichtigsten Interventionen, dass wir Kindern klar machen, egal was passiert, sei es Pornografie, sei es Gewalt, sei es Cybermobbing, du kannst immer zu mir kommen und ich helfe dir, ich unterstütze dich und ich werde dich nicht bestrafen. Gerade Formen digitalisierter Gewalt bleiben wahnsinnig lange geheim, weil die Kinder Angst haben, dass sie bestraft werden, dass ihnen das Handy weggenommen wird, dass es Sanktionen gibt, dass sie in der Schule bloßgestellt werden. Das ist eine individuelle Ebene, da können wir alle was machen. Es kostet 0 Euro, man muss keine Fortbildung machen, man muss noch nicht in Therapie gehen dafür. Es reicht, wenn man neugierig ist. Institutionell, da ecke ich manchmal an damit, aber das, inzwischen leiste ich mir das, glaube ich, dass wir eine Form der Regulation brauchen werden, insbesondere für den Bildungssektor. Für mich heißt das, wir müssen Handys de facto restlos aus Schulen verbannen. Und ich meine, sie werden vor der ersten Unterrichtsstunde eingesperrt und nach der letzten Unterrichtsstunde können die Kinder sich das holen. Wie man das löst, das überlasse ich den Juristinnen und Juristen. Ja. Die Hausordnung nutzen manche Schulen. Also da wird es unterschiedliche Formen geben, mit dem umzugehen. Aber in der Bildungsforschung kann man zeigen, und in der Medienforschung, ein durchschnittlicher Teenager, der sein Handy in der Hosentasche hat oder in der Schultasche, der sozusagen eigenverantwortlich es nicht angreifen soll, schaut an einem Vormittag über 100 Mal aufs Handy. Das funktioniert schon bei uns Erwachsenen nicht. Und wir können das von Teenagern nicht erwarten, diese Form der Impulskontrolle. Wenn einer eine Nachricht auf WhatsApp schreibt, müssen alle nachschauen, was passiert ist. Und diesen Effekt bekommt es in Schulklassen. In dem Moment, wo das Handy nicht mehr zugänglich ist, erspare ich mir das. Zumindest in diesem Bildungsbereich. Kinder brauchen dringend medienfreie Räume. Und pädagogisch verdichtet sage ich immer, wir müssen den Kindern nicht beibringen, wie man es einschaltet, sondern wie man es ausschaltet. Es geht nicht darum, dass sie lernen, wie man das bedient, TikTok, sondern wie man es nicht nutzt. Das wäre für mich die institutionelle Ebene, das betrifft auch Familien. Ja, muss ich mein Handy am Abend abgeben? Wie viel darf ich das eigentlich nutzen? Und die dritte Ebene, und so für mich auch eine zentrale Ebene, ist eben die politische, also eine politische Arbeit eigentlich. Wie wollen wir auch gesellschaftlich Medien nutzen und welche Formen der Regulation brauchen wir auch im Rahmen einer Legislative, wo wir uns überlegen müssen, wollen wir zum Beispiel, dass süchtig machende Technologie legal an Kinder vermarktet werden darf? Ja, mein Vorschlag wäre nein. Ich habe auch da keine Antwort, wie man es regulieren kann einfach. Aber hier werden wir uns langfristig Antworten überlegen müssen. Die Technologie, so schlecht wie sie heute ist, wird sie nie wieder sein. Oder das ist die schlechteste Version von TikTok, die die Kinder benutzen. Ab jetzt wird die süchtig machender oder die wird intensiver werden. Das kann man in Mediennutzungszahlen zeigen und, und. Wir müssen uns keine Sorgen machen um die Kinder, wenn sie kommunizieren auf WhatsApp und Co. Wir müssen uns ganz konkret Sorgen drum machen, wenn es um Social Media geht. Wir haben eine dreiteilige Antwort auf das Ganze, das für mich immer wichtig ist. Man kann auf allen drei Ebenen aktiv werden und ich sehe da auch Bewegung. Ich habe das Gefühl, da kommt auch gerade was in Bewegung, aber es ist auch ein bisschen ein Spiel gegen die Zeit. Und gleichzeitig ist mir ganz klar, ich sehe, auf allen drei Ebenen passiert was und bin deswegen auch ganz dankbar, dass es in diesem Rahmen, in diesem Forum stattfindet. Und ich glaube, dass wenn wir da dranbleiben, wir sehr viel Gutes tun können für die Kinder. Dankeschön.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe schon in den Gesichtern hier einige Fragezeichen und auch Wiedererkennen gesehen. Es geht mir nicht anders. Ich sage immer, ich bin kampferprobte Mama einer 14-Jährigen und eines 17-Jährigen. Also ich bin mittendrin im digitalen Wahnsinn und kann selber davon ein Lied singen. Ja, und ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, erstens danke, Lukas, für diesen tollen Impulsvortrag und zweitens bitte, wenn jetzt aufgrund dessen Fragen entstanden sind, bitte merken, notieren, vielleicht auch im Handy, wie ja immer, damit wir dann in der Diskussionsrunde dann wirklich Ihre Fragen und Impulse diskutieren und beantworten können. Als nächstes darf ich Frau Magistra Caroline List, Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen in Graz, um ihr Impulsreferat bitten. Internet und soziale Medien bieten viele Möglichkeiten, Täter oder Opfer im strafrechtlichen Sinn zu werden. Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte können aber erst dann eingreifen, wenn wirklich eine Straftat passiert ist. Wie aber kann verhindert werden, dass es überhaupt so weit kommt? Vielen Dank und einen schönen guten Abend von mir. Ja, ich komme aus einer ganz anderen Richtung und knüpfe dennoch an das von meinem Vorredner Gesagte an, beziehungsweise komme genau dorthin. Ich möchte Ihnen zu Beginn einen Fall aus meiner gerichtlichen Praxis erzählen. Es ist 1994, ich bin ganz junge Untersuchungsrichterin. Ich werde zu einem Tatort gerufen. Ein 16-Jähriger hat einen Taxilenker in einer Winternacht von Graz in die Oststeiermark gelockt, hat ihn dort gezwungen, mit einer mitgebrachten Luftdruckpistole an den Rand der Straße zu fahren und wollte ihm die Tageslosung rauben. Er hat dem Taxifahrer mit der Luftdruckpistole so unglücklich in den Kopf geschossen, dass sich die Kugel ins Rückenmark bewegt hat, dort stecken geblieben ist und der Taxilenker noch am Tatort verstorben ist. Der junge Mann ist wegen Mordes, er war 16 Jahre alt, soweit es mir noch erinnerlich ist, zu einer 9-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Ich habe ihn im Anschluss, damals gab es noch das Untersuchungsrichterprinzip, mehrere Male vernommen, unter anderem zum Motiv seiner Tat. Und er hat erzählt, dass er in den letzten Monaten hauptsächlich Gewalt- und Kriegsvideospiele angesehen hat. Ganz offensichtlich hat er die Realität mit dem dort Wahrgenommenen verwechselt. Heute muss man sich nicht mehr an eine Konsole bewegen und auch nicht an einen Fernseher, um Gewalt, Pornografie oder Kriegsszenen zu sehen oder sich möglicherweise Drogen zu kaufen, auch nicht in den Stadtpark gehen. Es genügt ein Klick auf ein Handy, in ein soziales Netzwerk, ins Internet oder in das sogenannte Darknet. Wir sind ja da alle nicht gescheit genug, glaube ich, dorthin zu kommen, aber die Jugendlichen sehr wohl. Und wer es darauf anlegt, gibt ja auch Erwachsene, die es darauf anlegen, die schaffen das auch. Der Unterschied zu den 90er Jahren, in denen dieser Jugendliche den Mord begangen hat, besteht in der jederzeitigen Verfügbarkeit dieses manipulativen Gedankenguts oder krimineller Angebote, die jederzeit verfügbar und an allen Orten verfügbar sind und an dem viel zitierten Algorithmus, der bei gezeigtem Interesse immer wieder die gleichen Vorschläge macht und aus verschiedenen Richtungen Angebote schickt, die Jugendliche immer tiefer in ihren Bann ziehen und möglicherweise dann von den Erwachsenen, weil ja man nicht mehr in der Nähe ist, überhaupt nicht bemerkt werden und auch von den Lehrern nicht. Ich möchte ein bisschen etwas zur Rolle der Strafjustiz sagen. Die Aufgabe der Strafjustiz ist Ermittlung und Sanktionierung von strafrechtlich verböhnten Handlungen. Daher ist Strafjustiz immer nur reaktiv. Sie leistet keine Präventionsarbeit. Sie leistet Präventionsarbeit erst, wenn es zu einer Sanktion nach dem Jugendgerichtsgesetz gekommen ist. Da gibt es unterschiedliche, die man mit Weisungen verbinden kann. Wenn
es zu einer Diversion gekommen ist, also zu einer anderen Art von Erledigung des Strafverfahrens als durch Verurteilung, eben außergerichtlicher Tatausgleich oder Geldbuße kommt weniger oft vor, aber Probezeit, solche Dinge werden bei Jugendlichen meistens dann angewendet. Oder bei einer Verurteilung und im schärfsten Fall nach einer bedingten Entlassung. Dann beginnen wir mit Prävention für die Zukunft, nachdem schon was passiert ist und meistens schon eine Menge. Dann können wir Weisungen aussprechen. Wir können zum Beispiel eine Entwöhnungstherapie also verpflichten zu einer Entwöhnungstherapie. Wir können den Jugendlichen verpflichten, mit der Bewährungshilfe zu kooperieren. Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist jederzeit eingebunden in alle Phasen des Verfahrens und es wird auch gemeldet, wenn ein Jugendlicher eine Straftat, wenn er nur ein Strafverfahren eingeleitet wird. Alles das haben wir in unserem Köcher sozusagen und können durch diese Weisungen zumindest eine Zeit lang begleiten. Die Probezeit beträgt meistens 3 Jahre und wir machen von diesen Möglichkeiten auch wirklich sehr, sehr viel Gebrauch, gerade bei Jugendlichen. Die Strafmündigkeit und damit das Eingreifen der Justiz nach deviantem Verhalten ist 14 Jahre, die Vollendung des 14. Lebensjahrs. Das ist relativ spät, wie wir gehört haben. Eine Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters, wie sie derzeit gerade allenthalben diskutiert wird, ist auch für uns Strafrichter überhaupt keine Lösung. Führt nicht zur Besserung von Kindern, die auch vor dem 14. Lebensjahr straffällig werden, sondern wäre nur eine Gefährdung ihrer Entwicklung, Gefängnis oder Strafjustiz als solche. Monsterapparat kann nicht wirklich eine Besserung herbeiführen oder eine Umkehr von Erziehungsmängeln und von sozialem Verhalten, das an sich nicht geduldet wird. Ab dem 14. Lebensjahr sehen wir die Kinder natürlich sehr oft. Wir sehen sie als Täter und wir sehen sie natürlich auch als Opfer. Das beginnt mit Betrug über Online-Verkaufsplattformen, wo alles Mögliche angeboten wird, was dann nicht gehalten wird. Hier sehr oft die Kinder Opfer, muss man sagen, aber eben auch schon viele, viele Jugendliche Täter. Da geht es auch dann meistens um Handys im Übrigen, ja? Also die dort gekauft und verkauft werden. Sehr beliebt geworden ist auch der Bezug von Drogen über das Darknet. Die werden dann so wie bei Amazon ungefähr bestellt, natürlich im Darknet, aber die kommt und das kommt dann sehr praktisch gleich mit der Post nach Hause, irgendwo aus dem Ausland. Ja. Gefährlich, und da sehe ich dann auch einen Anknüpfungspunkt für mein Resümee sozusagen, ist seit neuestem auch die Teilnahme an der Verteilung von Hasspostings. Da gibt es eine Entscheidung des OGH, die Sie vielleicht kennen. Sie war sehr besprochen. Natürlich ist es etwas sehr stark zivilrechtlich angehauchtes, aber dennoch, es ist schon sehr interessant. Ein Polizist als Einsatzorgan an einer Corona-Demonstration teilgenommen und wurde bezichtigt von irgendjemandem aus dem Kreis der Sympathisanten, er habe einen 81-jährigen Mann niedergeschlagen und getreten und unflätig beschimpft und so weiter. Und dann wurde dieses Bild dieses Polizisten, das ist hat ihn im Vollbild im Gesicht gezeigt, wurde weitergegeben. Und der Polizist hat sich dann zur fast Verzweiflung der Medienrichter ganz Österreichs, hat er die Verteiler alle selbst verfolgt. Er hat 400 Menschen gefunden, die dieses Posting geliked haben und hat sie alle gerichtlich mit Medienanträgen verfolgt.
Er hat dann auch einen Antrag oder eine Klage beim OGH gemacht und hat diese tatsächlich gewonnen. Und der OGH sagt, dass jeder, der ein Hassposting teilt, sozusagen einer für alle haftet. Und 3.000 Euro damals oder in dieser Entscheidung ausgesprochen als Schadenersatz. Wie das noch weitergehen wird, weiß man nicht, aber ich glaube, das ist ein Paradigmenwechsel, den man beobachten muss. Dann haben wir natürlich in diesem Zusammenhang auch die Problematik der Verhetzung, also die Hetze gegen Religionsgruppen und gegen Randgruppen, gegen Geschlechter anderer Art und so weiter. Auch das ist strafbar und passiert immer wieder, so im Rahmen von Hasspostings. Und es kann natürlich eine ziemlich empfindliche Freiheitsstrafe oder Verurteilung nach sich ziehen, auch für Jugendliche. Was man natürlich auch immer bedenken muss und was viele von Ihnen wahrscheinlich schon erlebt haben als Eltern, ich habe es auch erlebt, ist, dass Kinder Opfer von Hassrede und also Hate Speech werden. Und wer das einmal erlebt hat, was das mit einem Kind macht, der weiß, wovon ich spreche und was da passieren kann und welchen psychischen Zuständen ein solches Kind ausgesetzt ist, wenn es Opfer einer solchen Aktion, und sei sie auch nur von einer Person, wird. Ja, schließlich haben wir da noch den Paragraph 207a StGB sehr stark diskutiert. Hat jetzt einen völlig nicht mehr wiederzugebenden Titel. Jedenfalls handelt es sich da um die Penalisierung von Kinderpornografie, von der Weitergabe von Kinderpornografie. Und da glaubt man jetzt, damit haben Kinder nichts zu tun oder sind bloß die Opfer, die dort dargestellt werden. Nein, das ist gar keinesfalls so. Auch da wird der Herr Wagner sicher ein Lied davon singen können. Kinder haben einen sehr losen Umgang mit Bildern von sich selbst und mit Bildern von anderen Personen, die sie möglicherweise unbekleidet aufnehmen. Und wenn diese Aufnahmen, wie es so schön heißt im Gesetz, reißerisch verzerrt und der sexuellen Erregung dienen können, weil sie so diesen Eindruck machen, dann ist das strafbar. Es ist natürlich, es gibt einige Ausnahmen, aber nur wenn man das nur für sich selber herstellt und für die Person, die man abgebildet hat. Aber es ist natürlich auch damit verbunden, dass niemals die Gefahr einer Verbreitung gegeben sein darf. Und das wird relativ schnell der Fall sein, weil schicke ich das meiner Freundin, das Nacktbild von meinem Freund oder umgekehrt, kann es gleich einmal weitergehen. Und das passiert ja auch. Und daher ist das für Kinder, ich sage nur Dickpics, ja, ein absolutes Thema, das auch sie in die Strafbarkeit hineinholt. Schließlich gehört wieder eigenartigerweise sehr eng zusammen nationalsozialistische Wiederbetätigung. Sehr, sehr oft haben wir, ich rede jetzt von erwachsenen Tätern, aber sehr, sehr oft haben die Täter, die kinderpornografisches Material auf ihren Laptops und Handys haben, auch nationalsozialistisches Wiederbetätigungsmaterial auf ihren digitalen Geräten. Und das ist wiederum strafbar nach § 3G Verbotsgesetz. Und wenn das weitergegeben wird über soziale Medien, wird es mit 1 bis 10 Jahre Freiheitsstrafe für Erwachsene und bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe für Jugendliche über 14 mit Strafe bedroht. Ich möchte dann noch einen Bereich nennen, von dem Sie sicher wissen und gehört haben, die Radikalisierung über das Internet. Wir haben mit einer neuen Welle von dschihadistischen Terroristen zu tun jetzt. Ich erinnere nur an den Fikret B, hat er glaube ich geheißen, oder Fikret? Ja. In Wien vor 2 Jahren,
der mehrere Menschen erschossen hat, der hat sich über das Internet radikalisiert. Ganz allein. Ja? Er hat zwar schon ein paar Leute im Umfeld gehabt, aber das sind die neuen Täter. Einzelgänger, die übers Internet sich Reden anhören und dann sich entschließen, möglicherweise auch als einsame Wölfe, terroristische Straftaten zu begehen, was natürlich mit hohen Gefängnisstrafen bedroht ist. Und fast noch schwerwiegender, würde ich sagen, sind die sozialen Folgen von Radikalisierung, die über das Internet passieren kann. Abwendung vom westlichen Lebensstil, hineinrutschen in ein völlig außerhalb des Rechtsrahmens stehendes System. Ich erinnere nur an die Maria, heißt sie, glaube ich, die mit ihren beiden in Syrien geborenen Kindern dort immer noch festgehalten wird. Bei der hat auch das Internet eine Rolle gespielt, soweit ich mich erinnere, und die immer noch nicht zurückkehren darf nach Österreich, weil einfach die Gefahr, die von ihr und ihren Kindern ausgeht, zu groß ist. Nun, Sie sehen und hören, das sind alles große Gefahren, wo die Kinder über 14 straffällig werden können, unter 14 aber möglicherweise durch Konsum solcher Inhalte bereits vorbereitet werden auf eine Straffälligkeit, wo man jetzt einmal sagen kann, die Straffälligkeit ist vielleicht gar nicht das gesamte Problem, sondern es sind alle damit einhergehenden sozialen Folgen das große Problem. Ich kann gar nicht aufzählen, was alles für Gefahren drohen. Ja? Ich habe jetzt gerade in einem Interview erzählt, draußen, dass wir jemanden hatten, der hat im Internet einen Mörder für seine Frau bestellt. Ja? Das ist nicht bloß ein Witz, das ist Bestimmung zum Mord und steht damit vor dem Geschworenengericht. Und viele Menschen und unsere Kinder schon im Besonderen können gar nicht verstehen, so wie dieser junge Mann Realität mit digitaler Welt oder Video verwechselt hat, von dem ich am Anfang gesprochen habe, geht das auch unseren Kindern natürlich so. Es ist was leicht hineingeschrieben in irgendein Forum. Also die Buchstaben des Gesetzes reichen nicht aus, um wiederzugeben, wo überall Gefahr lauert. Und der Fantasie sind hier auch wirklich keine Grenzen gesetzt. Das müssen wir als Strafrichter jeden Tag erleben. Das Unvorstellbare kann zur Realität werden. Wir können aus unserer Praxis keinen allgemeingültigen Ratschlag geben. Wir können mit unseren engagierten Jugendrichtern und Jugendrichterinnen immer wieder beginnende kriminelle Karrieren verhindern. Immerhin. Wir brauchen aber, und damit komme ich zu meinem Vorredner, wirksame Jugendarbeit, Verpflichtung der Eltern, Erziehungsarbeit zu leisten, Vernetzung von Betreuungsorganisationen, stärkere Interventionen in Problemschulen, stärkere Betreuung von sozial auffälligen Kindern und Jugendlichen, nicht nur um zu verhindern, dass sie Täter, sondern auch, dass sie Opfer werden. Und in unserem heutigen Kontext, Internetkompetenz bei Eltern und Kindern einerseits und Beschränkung des ungehinderten Zugangs von Kindern zu Internet und sozialen Medien und eine viel, viel stärkere Verrechtlichung des Internets. Danke. Ja, Frau Präsidentin, vielen herzlichen Dank. Nachdenkliche Worte, die hier fallen, wo wir sehen, wo wir ganz schnell landen können, wenn nicht eine gewisse Kontrolle und auch die Verantwortung der Eltern, und hier bin ich dann auch nicht Moderatorin, sondern Juristin, wo ich einfach sage, wir Eltern, so schwer es in der heutigen Zeit ist, haben die Obsorgepflicht und wir haben die Aufsichtspflicht, und die Lebenswelt erstreckt sich auch auf den digitalen Bereich, und so schwer es uns fällt, wir müssen auch dorthin schauen, wir müssen dort unsere Kinder bestmöglich begleiten und schützen. Ich darf jetzt kurz zu meinem nächsten oder zu unserem nächsten Impulsvortrag kommen. Herr Daniel Kulle
Psychotherapeut für Verhaltenstherapie und Supervisor, der uns ein bisschen was erzählen wird, nämlich je jünger die Kinder sind desto und die häufigen Medienkonsum ausgesetzt sind, desto gravierender können die Auswirkungen sein, was ihre Entwicklung aus psychologischer, emotionaler und sozialer Sicht betrifft. Was sind diese Auswirkungen? Wie können Gesellschaft und Eltern hier positiv einwirken? Also genau die Frage, die wir hier vorher gestellt haben. Es soll aber auch der Frage nachgegangen werden, welche positiven Aspekte die rasende technologische Entwicklung haben kann. Bitte schön. Gut, auch danke für die Einladung. Ich will versuchen, das Ganze ein bisschen launig zu machen, weil das schon ein sehr schweres Thema ist, ja, und uns alle auch ein bisschen betroffen macht. Ich würde gern mir so die Bereiche anschauen, wie sind die Auswirkungen auf den Organismus des Kindes, aber natürlich auch auf die Psyche des Kindes, und würde gern zu Beginn ein paar Zahlen präsentieren, die ich wirklich sehr beeindruckend finde. Natürlich beginnt die Gehirnentwicklung schon im Mutterleib. Ja, und damit beginnt natürlich auch das Lernen schon im Mutterleib. Aber wir wissen, dass Neugeborene, wenn sie auf die Welt kommen, bereits 100 Milliarden Neuronen, also Nervenzellen, im Hirn haben. Das ist netterweise, zufälligerweise ungefähr die gleiche Zahl wie Sterne in unserer Galaxie. Und diese 100 Milliarden Neuronen sind vernetzt über 50 Billionen Synapsen. Das sind also im Prinzip die Stecker, die die Nervenzellen verbinden. Und in den folgenden 8 Lebensmonaten verzwanzigfacht sich die Zahl der Synapsen auf 1 Trillion. Das heißt, ein Baby mit 8 Monaten hat im Schnitt 3-mal so viel Synapsen wie ein Erwachsener. Das heißt also, unsere Babys sind von der Natur aus quasi so gebaut, ja, die Natur sagt, ich gebe da mal ein Riesenhirn mit, nutze es. Ja, du bist quasi ausgestattet mit allem Möglichen, nutzt es gescheit. Und dann beginnt das Prinzip Use it or lose it. Die Dinge, die ich benutze, die Bereiche in meinem Gehirn, die ich benutze, die werden besser, die werden trainiert, wie bei einem Muskel, die behalte ich. Dinge, die ich nicht benutze, die verliere ich. Beispiel, so die Leute, die da herinsitzen in meiner Generation, ich bin ja noch Generation Vierteltelefon. Die, die auch so in der Generation sind, wir haben damals Dutzende Telefonnummern auswendig gewusst. Dutzende, ja, weil es auch wichtig war, dass ich die Oma erreicht, wenn mir das Geld ausgeht oder was auch immer. Da weiß doch heute kein Mensch mehr als 2 Telefonnummern auswendig. Ja. Use it or lose it, den Teil haben wir schon verloren. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie setzen so einem 8 Monate alten Kind statt der üblichen Auseinandersetzung mit Gestik, mit Reden, mit Plappern, mit allem, was man mit unserem Baby soll so machen. Ja? Sie setzen einen Bildschirm dorthin. Ja klar, erstens einmal werden Sie das Baby massiv überfordern, weil diese Videos ja wahnsinnig schnell geschnitten sein und laut und bunt, aber Sie werden auch nur einen einzigen Teil dieses Gehirns ansprechen. Und das andere wird schön langsam verkümmern. Die Auswirkungen, über die wissen wir tatsächlich relativ genau Bescheid. Das wirkt sich auf die Sprachentwicklung aus, es wirkt sich auf die Kreativität und Fantasie aus, es wirkt sich auf Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit aus und auch auf die Beziehungsfähigkeit, also mit anderen in Kontakt zu treten. Ja. Dazu eine kurze Schleife. In unseren westlichen Industriestaaten, wenn wir über Krankheit reden, gehen wir immer von einem sehr medizinisch orientierten Bild aus. Das heißt also, wenn es uns nicht gut geht, ist der erste Gedanke, geht zum Arzt. Das ist völlig in Ordnung, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Aber in Wirklichkeit ist es wissenschaftlicher Konsens, dass sowohl Krankheit als auch Gesundheit immer eine Wechselwirkung ist zwischen Biologie, Psychologie und Sozialem. Also ein biopsychosoziales Phänomen. Ja. Wenn Sie als Beispiel unseren Freund Corona hernehmen, ist ein biologisches Problem, so ein Virus, klar. Eine der ersten notwendigen Maßnahmen war Social Distancing. Und was das mit unseren Psychen gemacht hat, wissen wir. Ja. Das Spannende ist, dass es auch umgekehrt funktioniert. Nehmen Sie als Beispiel eine Depression her. Depression ist ein psychisches Problem. Eines der Hauptsymptome einer Depression ist sozialer Rückzug. Und wenn ich länger in so einer depressiven Phase stecke, kann ich messen, dass sich mein Hirnstoffwechsel ändert.
Das heißt, das hat Auswirkungen auf meinen Körper. Warum erzähle ich das? Man weiß mittlerweile, dass es bei unseren Jugendlichen eine stärkere Vernetzung der motorischen Bahnen hinsichtlich der Daumenbewegungen gibt. Unsere Jugendlichen haben andere Daumen als wir. Tatsache. Wenn ich also dem Kind, diesen Kindern häufigen Medienkonsum aussetze, kann ein adäquater Umgang mit Gefühlen nicht hinreichend entwickelt werden. Weil diesen adäquaten Umgang mit Gefühlen lerne ich in der Auseinandersetzung mit meiner Umwelt. Ja? Und dazu braucht meine Umwelt Empathie. Empathie, also diese Fähigkeit, sich in andere hineinzudenken, sich in die Gedanken- und auch Emotionswelt des anderen hineinzudenken, das rückzumelden und so weiter. Das heißt, ich brauche schon einmal eine empathiefähige Mutter, einen empathiefähigen Vater, der mir dann das rückmeldet. Ja? Es gibt einen kanadischen Verhaltensforscher, der hat einmal gesagt, Dreijährige bringen nur deswegen niemand um, weil wir ihnen keine Waffen geben. Was er damit gemeint hat, ist, dass im Alter von 3 Jahren Kinder das Maximum an Aggression leben. Und da können Sie sich auf jeden Spielplatz anschauen. Ja? In der Sandkiste wird nicht drüber diskutiert, wenn die Schaufel kehrt. Da gibt es erst einmal eine am Deckel. Ja? Und das ist aber völlig in Ordnung so. Das ist entwicklungspsychologisch völlig normal. Ja? Und unser Job als Eltern und als Gesellschaft und als Institutionen ist es dann, diese Aggression, die völlig normal auftritt, in Bahnen zu lenken. Ja? In Bahnen zu lenken, sodass es sozial akzeptabel wird. Es ist in Ordnung, dass ich grantig bin, weil mir der Franz immer Schaufel gestohlen hat, aber was mache ich jetzt, ohne dass ich einen Schlag? Und dazu ist es wichtig zu verstehen, dass 90% unserer Kommunikation nonverbal ist. 90%. Nur 10% unserer Kommunikation sind die Worte. Alles andere ist Mimik, Gestik, Lautstärke, Körperhaltung, kleinste Minimalbewegungen, alles Mögliche. Das alles kann mir, also diese 90% kann mir Software nicht bieten oder noch nicht bieten. Ja, die KI entwickelt sich ja auch rasant, ja, aber aktuell kann es mir das nicht bieten. Aktuell brauche ich also, um das zu erlernen, ein menschliches Gegenüber, ein menschliches, empathiefähiges Gegenüber. Und deswegen haben diese Kinder, also wenn sie sich ihre sozialen Erfahrungen über Laptops oder digitale Medien holen, dann haben massive Probleme im sozialen Lernen. Mit sozialen Lernen meinen wir, im Gesicht des Gegenüber zu lesen, wie es ihm geht. Ja, die Mama Gott bes oder zwider oder müde oder was auch immer. Ja, das klappt sehr, sehr schlecht. Kleinkinder haben im Wesentlichen 4 Bedürfnisse, psychische Bedürfnisse. Das ist Bindung, Autonomie, Selbstwerterhöhung und Unlustvermeidung. Ich will mich heute noch einmal nur auf die Bindung beschränken. Wir Menschen unterscheiden uns von den meisten anderen Säugetieren dahingehend, dass wir nicht sehr, sehr rasch, wenn wir auf die Welt kommen, aufstehen müssen und selber Futter suchen müssen, sondern dass wir jemanden haben, der das für uns erledigt. Ja? Das hat den Nachteil, dass wenn dieses Gegenüber nicht da ist oder das nicht gut erledigt, sterben wir. Hat aber den Vorteil, dass zwischen diesen beiden Personen, also dem Baby und dieser primären Bezugsperson, und das ist in den allermeisten Fällen die Mutter, eine Bindung entsteht. Eine Bindung entsteht, die unterschiedliche Qualitäten haben kann. Im Idealfall ist es eine sichere Bindung, das heißt, das Kind lernt, okay, die Mama versteht meine Bedürfnisse, reagiert passend darauf, und das gibt mir einfach die Sicherheit, dass ich auch einmal weggehen kann von der Mama, dass ich einfach einmal Neugierde zeigen kann, dass ich einmal was Neues erleben kann, weil ich die Sicherheit habe, wenn ich zurückgehe, ist alles wieder okay. Wenn diese Bindung nicht gut funktioniert, also es gibt die sichere Bindung, die unsichere Bindung, die ambivalent vermeidende und die desorganisierte Bindung, das heißt, es gibt eigentlich nur 1 gute und 3 schlechte. Und es ist tatsächlich so, dass ungünstige Bindungserfahrungen eine Zuwendung zu digitalen Medien fördern. Weil die digitalen Medien mir einen riskanten Selbstheilungsversuch anbieten. Ja. Die Bindung, die in der Realität für mich als Kind nicht geklappt hat, kann ich mir auf Social Media, in einem Spiel, in irgendeiner Realität holen. Es ist aber keine echte Bindung. Es ist nur eine Quasi-Bindung. Und es ist immer die gleiche. Software ist programmiert, das heißt, es läuft immer gleich ab. Während die Qualität in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht immer gleich abläuft. Die hat unterschiedliche Qualitäten, weil wir unterschiedliche Tage haben und so weiter.
Und das wird damit selbst verstärkend. Das heißt, eigentlich je schlechter diese Bindung in der Realität funktioniert, desto mehr werden die Kinder in diese Quasi-Bindung getrieben. Das heißt also da jetzt schon, und da sind wir uns eh einiger mit meinen beiden Vorrednerinnen und Vorrednern, diese Wichtigkeit von Räumen, wo es tatsächlich noch um echte menschliche Beziehung geht. Ja. Speziell dramatisch wird dieses Thema fehlende Empathie, wenn es um Gewaltspiele geht. Noch einmal, Empathie ist also die Fähigkeit, sich in andere hineinzufühlen, den Schmerz des Gegenüber zu fühlen, die Trauer des Gegenüber zu fühlen. Und wenn ich ein Jugendlicher bin, der wenig Empathie gelernt hat, ja, und aber sehr, sehr exzessiv Gewaltspiele konsumiere, ist die Gefahr groß, dass es zu einer sogenannten systematischen Desensibilisierung kommt. Ja. Das heißt also, diese Gewalt, die ich erlebe, wird mir emotional immer weniger wert. Ja. Und dadurch wird auch die Hemmung kleiner. Ja. Während also ein Gewaltspiel für einen gut empathiefähigen Erwachsenen kein Problem darstellt, ja, ist es für einen emotional labilen, empathielabilen Jugendlichen sehr wohl ein Problem. Einfach ein paar kurze Empfehlungen. Also es gibt so, wenn Sie das Internet durchschauen, es gibt so unterschiedliche Empfehlungen, ob wir jetzt von den deutschen Kinderärzten ausgehen oder von den österreichischen Psychologinnen und Psychologen, wie so Bildschirmzeiten ausschauen sollten. Ja. Unterscheiden sich minimal, aber im Wesentlichen geht es immer darum, dass 0 bis 3 Jahre bis zum 18. Lebensmonat möglichst vermeiden. Bis zum 18. Lebensmonat braucht ein Kind kein Bildschirm. Nicht notwendig. Und dann nach dem 18. Lebensmonat maximal 10 bis 15 Minuten am Stück und nicht alleine. Ja, das Handy ist kein Babysitter. Ja. Wir können dann mit 2 Jahren gerne mal was schauen, aber ich bin dabei. Ja, und notfalls rede ich drüber und greife irgendwie ein. Mit 4 bis 6 Jahren werden Regeln vereinbart, maximal 20 Minuten am Stück und maximal 1 Stunde insgesamt pro Tag. Also wir haben eh schon vorher von den realen Zeiten gehört. Ja, Sie sehen ja schon, wie unglaublich sich das von den Empfehlungen unterscheidet. Ja. Dann ganz wichtig, nicht vor dem Schlafen gehen. Ja. Und für 4 bis 6-Jährige kurze und langsame Videos, um nicht in diese emotionale Überforderung zu kommen. 7 bis 10 Jahre, auch mit Regeln, wieder maximal 60 Minuten täglich, aber natürlich Ausnahmen sind erlaubt, Europameisterschaft, nicht vor Schulen oder Hausaufgaben. Und 11 bis 14, auch 60 Minuten pro Tag, darf aber am Wochenende überschritten werden, vorausgesetzt, es gibt auch Hobbys außerhalb des digitalen Raums. Über 14 gebe ich Ihnen gar keine Empfehlungen, weil entweder haben Sie es bis dorthin geschafft oder sonst ist der Zug eh schon abgefahren. Ja. Wie wir auch schon gehört haben, Kinder oder Kinder, die heute so 15, 16 sind, die kennen keine Realität ohne diese Technik. Ja. Wir können uns daran erinnern, die nicht. Ja. Das heißt, für die gehört das zu ihrem normalen Leben und deswegen, und das ist für uns Erwachsene ganz schwer zu verstehen, unterscheiden die auch nicht zwischen digitaler und das, was wir analoger Welt nennen. Die Unterscheidung existiert für die nicht, das ist eins. Ja? Und es hat aber tatsächlich auch Vorteile. Die Vorteile sind, diese Jugendlichen sind besser im vernetzten Denken, weil sie die Wahrnehmungen aus der digitalen Welt und die Wahrnehmungen aus der Realität in Beziehung setzen müssen, damit es irgendeinen Sinn für sie ergibt. Das heißt, jetzt kurz gesagt, die junge Generation denkt schneller. Das ist definitiv ein Vorteil und das erweitert dadurch den Handlungsradius dieser Generation. Medienkompetenz ist ja so das Zauberwort, das auch immer wieder so durch die Glossen und so weiter geistert. Das ist tatsächlich zu einer zentralen Aufgabe der Erziehung geworden. Es braucht ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der altersgerechten Regulierung auch. Und deswegen ist also sind Veranstaltungen wie diese auch so wichtig, ja, um das rauszubringen. Es braucht eine Diskussion, was ist kindgerecht, was ist altersgerecht, was ist akzeptabel und was ist inakzeptabel. Und ein bestimmendes Merkmal ist die Erfahrung der Eltern mit Medien. Ja. Das ist mir schon sehr wichtig, weil wenn wir über Medienkompetenz reden, reden wir eigentlich meistens darüber, Medienkompetenz für Kinder. Ja. Ich plädiere für Medienkompetenz für Eltern und Erwachsene. Ja. Die müssen sich, weil wie wir eher schon gehört haben, das ist für Kinder wahnsinnig, erstens einmal wahnsinnig nervig zu merken, Mama und Papa verstehen nicht, was ich da tue.
Deswegen brauche ich mit denen auch gar nicht drüber reden. Aber es ist gleichzeitig auch wahnsinnig erleichternd für sie zu bemerken, okay, da interessiert sich wer dafür, ich kann das teilen, ich kann auch dazu beitragen, dass meine Eltern vielleicht ein bisschen weniger aufgeregt sein, was das Thema betrifft. Und ja, also es ist wahnsinnig wichtig aus meiner Sicht Medienkompetenz für Eltern, ja, also sich einfach die Frage zu stellen, auf da herin, ja, wer weiß denn, was FSK heißt? Wer weiß denn, was GIF, Meme, JPEG, Spawn, Lootboxen, so, ja, ihre Kinder wissen das alle. Aber das heißt, vielleicht sich das auch mal ein bisschen näher anzuschauen, um ein Gespür dafür zu erkriegen. Beenden würde ich gerne mit einem Zitat, das mir sehr, sehr gut gefällt und das ich finde, das einfach sehr gut auf die Veranstaltung passt. Das ist ein Zitat von Peter Webhofer, der gesagt hat, eine gelingende und erfolgreiche Zukunft haben wir, wenn wir auf Beziehungen setzen. Wir werden weiterhin digitale Medien brauchen, um Menschen zu erreichen, um Bewusstsein zu bilden und um grenzenlos flexible Formate für Informationsvermittlung, Austausch und Vernetzung zu schaffen. Wir werden aber auch weiterhin Räume für reale Personenkontakte benötigen, in denen Emotionen gelebt und gespürt werden können. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Was mir jetzt einfach so hängen geblieben ist, die junge Generation denkt schneller. Das war für mich jetzt ein Triggersatz, der jetzt da hängen geblieben ist. Aber auf der anderen Seite merken wir in unserer Erfahrung, die Aufmerksamkeitsspannen werden kürzer. Und wir sind jetzt, ich bin immer so gern in so Schlagworten, wir sind jetzt die 3B-Worte so eingefallen, die sich durch alle 3 Vorträge gezogen haben, nämlich begleiten, besprechen und beschützen. Ich glaube, das ist der große Auftrag, der an uns allen liegt. Und ich bin ein sehr großer Fan von Gerald Hüther und ich kenne ihn auch persönlich und er sagt immer, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und ich glaube, wir alle sind dieses Dorf und ich möchte dieses Dorf jetzt hiermit einladen, in die Diskussion zu gehen, ihre Fragen jetzt wirklich an unsere Experten zu stellen und das, was ihnen einfach aufgefallen ist, jetzt mitzuteilen, damit wir darüber diskutieren können. Gibt es irgendwo? Herzlichen Dank. Als allererstes möchte ich Danke sagen an die Landtagspräsidentin, dass dieses wichtige Thema aufgegriffen wird. Ich habe selbst eine 14 Monate alte Tochter und da stellt man sich immer wieder die Fragen, was soll, ne? Wie ist man selber auch Vorbild, dass man dort das Handy in der Hand hat und wie geht man damit um. Aber es hat uns natürlich auch das Thema, gerade aus strafrechtlicher Sicht, immer wieder auch im Parlament beschäftigt. Was kann man, soll man, muss man, aber wo darf man dann auch wieder nicht zu viel auch wirklich eingreifen. Ich hätte eine konkrete Nachfrage, vielleicht weiß man das auch schon, was die Präsidentin List angesprochen hat, wieder der Konnex ist zwischen Kinderpornografie und Nationalsozialismus. Also ich sehe den nicht. Ja. Gibt es dazu irgendwie vielleicht sonst auch von psychologischer Seite irgendwie, wie man das, also ich meine, wenn das so auffällig ist, muss es da ja irgendwie einen gesellschaftlichen Grund geben, den man irgendwie vielleicht auch angreifen sollte. Das wäre meine konkrete Frage. Dankeschön. Das ist ein rein empirisches Erlebtes von uns. Wir haben Sachverständige, die, wenn das geht ja meistens über Anbieter und Abnehmer und größere Gruppen von Abnehmern, die dann aufgedeckt werden durch die Arbeit der Kriminalpolizei. Und diese Sachverständigen, die durchforsten dann die Datenträger nach kinderpornografischem Material. Das wird dann ausgefiltert. Und da gibt es Sachverständige, die schauen dann gleich nachher auch noch nach, ob es NS-Material auf diesen Datenträgern gibt. Und das ist einfach ganz oft der Fall. Ich kann nicht sagen, woher das kommt. Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwie, ja, es ist jetzt, dass es irgendwie mit einer Lebenseinstellung zu tun hat.
Wertschätzung von Leben oder so. Aber das ist eine reine Vermutung von mir. Es ist, wie gesagt, es ergibt sich aus unseren Verfahren. Also ich stelle sozusagen meine psychodynamische oder psychotherapeutische Überlegung daneben oder als Hypothese in den Raum. Es gibt den Reiz des Verbotenen und es gibt gleichzeitig den Abbau der Hemmschwelle. Oder das sind ja oft 12-, 13-, 14-Jährige, die nicht sofort mit der wildesten Hardcore-Pornografie starten, sondern das ist systematische Desensibilisierung. Es wird heftiger und heftiger und heftiger und hat einen unglaublichen Reiz, weil es verboten ist und weil wir bestimmte Dinge zu Recht verbieten und regulieren. Und da habe ich sozusagen die doppelte Grenzüberschreitung bei dem. Wir sehen das ein bisschen, das mag ich so als jugendkulturellen, nämlich nicht rechtlich relevanten Faktor, aber einfach als jugendkulturellen Faktor in den Raum stellen. Wir sehen das bei Gewaltspielen in der Forschung, wenn man die Kinder fragt, warum spielst denn du das eigentlich? Ja, ist dir die Gewalt wichtig im Spiel? Ja, Durchschnittsteenager. Dann sagen die, Gewalt interessiert mich eigentlich gar nicht. Weil sonst müssten die ja alle nur die gewalttätigsten Spiele überhaupt spielen. Ja, Fortnite zeigt auch Gewalt, aber ist ganz anders als GTA, wo viel explizitere Gewalt vorkommt. Aber wenn man die fragt, wie ist denn das, dass deine Eltern die Gewalt stört? Dann sagen die, oh, das ist schon interessant für mich. Oder es ist ein Raum, ein jugendkultureller Raum für Provokation auch. Und die Gewalt ist nicht das zentrale Motiv, sondern die Provokation der Gewalt. Und gleichzeitig mag ich sagen, es gibt die klare Evidenz dafür, dass Jugendliche, die an sich gewaltbereiter sind, die von mir aus auch empathieverhungert aufwachsen, sich durch diese Spiele eindeutig gewaltbereiter werden und auch ihre Bereitschaft, Gewalt auszuüben, steigern. Darf ich nur kurz was dazufügen, weil Sie gesagt haben, der Reiz des Verbotenen. Interessant an der Kinderpornografie ist, dass das Phänomen mit der Digitalisierung aufgetreten ist. Das hat es vorher nicht gegeben. Wir haben vorher Videokassetten durchgeschaut, das waren Aufgabe der Medienrichter, furchtbar, grauenhafte Videos, die musste man dann von vorn bis hinten anschauen und sagen, dieses ist verboten, weil, Urteil. Aber Kinderpornografie hat es nicht gegeben, das gibt es erst seit es das Internet und das Darknet gibt. Und damit hat das Angebot die Nachfrage geschaffen. Ganz interessant. Wollte ich nur dazu fügen. Geht schon. Ich möchte mich beim Herrn Daniel Kuhle als Kinderärztin ganz bedanken für diesen tollen Vortrag. Sie haben uns aus dem Herz also wir beschäftigen uns viel damit, die Kinderärzte, vor allem mit der Prävention der Mediensucht schon. Und sie beginnt wirklich schon bei Geburt. Weil wir wissen, dass viele Mütter nicht wissen, was das im Hirn anstellt und wie das süchtig macht, wenn kleine Kinder schon stark bewegte Bilder und fürchterlich schnelle Musik und so weiter sehen. Sie können es nicht. Dass ein Zusatz zu dem, was in unseren WHO-Leitlinien für Kinderheilkunde ist, bis 3 Jahre braucht man überhaupt nicht Fernsehen. Also der erste Satz ist natürlich Medienerziehung. Man darf Kinder nicht von Medien fernhalten. Sie brauchen es. Aber erstens, nicht, also bis 3 Jahre ist ein Medienkonsum nicht nötig. Und wenn, ganz kurzfristig und nur mit den Eltern. Zwischen 3 und 6 Jahren laut WHO ist es eine halbe bis eine Stunde immer dabei mit Begleitung und auch da, genau wie Sie gesagt haben, langsame Filme. Die Biene Meier vielleicht, die ist langsam, die sprechen, die sind sozial, verstehen Sie? Und da auch dabei sein, mit den Kindern sprechen und dann jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Zusatz, der hier nicht erwähnt wurde, für eine halbe Stunde Medienkonsum zwischen 3 und 6, maximal eine Stunde, immer begleitet, mindestens eine Stunde Bewegung im Freien. Und immer begleiten und man kann so gut mit ihnen reden. Und ja, und ab 6 Jahren ist es dann so. Ist es dann so. Also das haben Sie dann eh gesagt, aber bis 6 Jahre ist eigentlich sehr wenig. Ja, ich würde vorschlagen, dass es nicht einen Radfahrführerschein gibt mit 10 Jahren, sondern eine Medienausbildung für Kinder und Eltern und einen Medienführerschein. Das würde ich als Kinderärztin vorschlagen. Ich sehe auch in der eigenen Familie bei meinen liebsten Enkeln, dass es mit 12 Jahren sehr schwer ist, das Handy wegzulegen. Danke.
Ja, danke vielmals noch einmal. Ja, Sie haben natürlich völlig recht, unterschreibe ich alles. Aber es wird schwierig, weil ja generell die, also weil Sie jetzt auch gesprochen haben, die kurzen, langsamen Videos. Ja. Es wird immer schwieriger zu finden, weil ja generell alles schneller wird. Ja. Also auch unsere Sprache zum Beispiel. Ja. Wenn wir Sprachaufnahmen von uns Menschen von vor 100 Jahren und jetzt vergleichen, wir sprechen schneller, viel schneller. Oder viele, weil ja einige in meinem Alter sein, viele haben sicher in ihrer eigenen Kindheit Baba Baba geschaut. Ja? So, machen Sie sich den Spaß, singen Sie sich jetzt selber im Kopf einmal die Baba Baba Titelmelodie durch. Vor allem diesen Teil mit Baba 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 Mama und so weiter. Ja? Und wenn Sie dann zu Hause sind, dann googeln Sie das einmal. Sie werden erstaunt sein, wie unfassbar langsam das in Wirklichkeit ist. Wir haben es alle irrsinnig schnell im Kopf, aber es ist irrsinnig langsam in der Realität. Also ja, aber da ist es dann auch schwierig, die Balance zu finden. Ja, wo, bitte? Ja, findet man noch. Ja. Und versuche das, was ich jetzt da sage, auch bei den Enkeln einzuhalten. Und ich schaue viel auf Sie. Sie sehen das eigentlich sehr gerne. Mhm. Aber man muss es noch suchen. Ja. Es gibt es noch irgendwo auf YouTube. Ja. Danke. Ja, ich glaube, das ist das Thema. Diese schnellen Reels, Snaps, die wir alle irgendwo sehen, sind natürlich die große Herausforderung und man muss auch dazu sagen, die heutige Generation der Eltern wächst auch schon mit diesen Dingen oder ist mit diesen Dingen zum Teil herangewachsen und ich glaube einfach, dass diese Sachen wie Baba Babas oder Biene Meier teilweise auch traurigerweise gar nicht mehr gekannt werden, auch wenn es wirklich noch so produzierte Sendungen sind, die entwicklungspsychologisch für Kinder geeignet sind, aber die vielfach einfach in Vergessenheit geraten und die sogenannte Oldschool sind. Bitte, die nächste Frage. Ja, wie wir hören, sind Eltern große Mängelexemplare. Sie machen offenkundig vieles nicht richtig. Aber sie tun vieles, weil sie es auch nicht richtig wissen. Wenn Eltern sehen, wie fasziniert und erfreut Kinder reinschauen, wenn sie irgendwas auf dem Bildschirm beobachten, kriegen ja viele den Eindruck, das ist ganz was Tolles, was sie da ihren Kindern bieten. Und da gehört wirklich das Bewusstsein mehr geschärft. Und da haben nun einmal insbesondere Kinderärzte und Ärztinnen, die die Kinder ja von Anfang an kennenlernen, eine große Verantwortung, dass sie auch erklären, was das im kindlichen Gehirn bewirkt und vielleicht so die Eltern dazu bringen, diesen Konsum von Videos einzuschränken. Weil es ist natürlich eine gewisse Entlastung für die Eltern. Das Kind ist ruhig, es scheint erfreut, dass es das tun darf und es ist eigentlich für alle anscheinend eine Win-Win-Situation. Und das wäre sehr wichtig, dass das auch insgesamt und einhellig so kommuniziert wird, weil es gibt ja auch immer noch Stimmen, die das abtun, so als übertrieben von irgendwelchen, also die nichts verstehen davon und so weiter. Und wenn das gesicherte Daten sind, dann sollte das auch wirklich mit einer Zunge möglichst an die Eltern herangetragen werden, dass man den Kindern das nicht antut, was man ihnen offenkundig damit antut. Mag da vielleicht ganz kurz was zu dieser, weil ich sehe da diese Bildungsfrage, oder von der Elternbildung, die Metaebene noch Bildung an sich. Also das Thema der digitalen Medien, meine meisten Anfragen kommen gerade aus dem Kleinkindbereich sozusagen, Elementarpädagogik, Kindergärten, Entwicklung mit solchen Einrichtungen, wie können wir umgehen, oder von Elterneinrichtungen im weitesten Sinn. Aber wir brauchen das Thema der Medienpädagogik, der Medienkompetenz, den kritischen Umgang mit digitalen Medien, den Auswirkungen im Psychotherapiestudium im Neuen, wir brauchen es in der klinischen Psychologie, im Hebammenstudium, wir bräuchten es und, also in den verschiedensten Bereichen bei den Lehrerinnen und Lehrern und einen massiven Ausbau an Elternbildungsangeboten, die Eltern auch in einfacher Sprache, mehrsprachig gut annehmen können, die nicht mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, boah, ihr seid so böse, sondern diese Möglichkeiten gibt es, so kann man das gut gestalten. Und diese Informationen fehlen. Und die fehlen auch in vielen Berufsgruppen und die fehlen als öffentliches Angebot auch derzeit. Ja, und vielleicht darf ich da nur ergänzen zu dem, was du gesagt hast, Lukas. Das sind die ersten drei Schlagworte des Aktionsplans, was wir ausgearbeitet haben, nämlich informieren, sensibilisieren und qualifizieren. Das ist
das Schlagwort, das wir einfach brauchen. Und hier brauchen wir einfach ganz viel digitalen Kompetenzerwerb, damit wir auch als Erwachsene das schaffen können. Ich möchte meine Vorredner anschließen unmittelbar. Ich bin im pädagogischen Feld tätig und mache unter anderem auch sehr viel Elternbildung. Ich kann nur sagen, die Eltern sind sehr dankbar, natürlich die Eltern, die dann kommen. Und die Frage ist jetzt, die steht immer für alle Themen im Raum, wie wir die Eltern erreichen. Meine Frage ist auch an die Politik, ob ernsthaft darüber gesprochen wird. Ich weiß, dass das Wort verpflichtend, ich habe kein besseres momentan. Aber ich werde immer mit der Frage konfrontiert, es gibt einen Führerschein, es gibt für alles, aber es gibt keinen Elternführerschein und eigentlich wäre ich dafür, dass es einen Elternführerschein gibt. Also das wird mir öfters nach Vorträgen und in Diskussionsrunden entgegengebracht. Ich weiß sehr wohl um die diffizile öffentliche und um das Signal dieses Themas. Aber meine Frage ist wirklich, wird das auch politisch diskutiert? Weil ich glaube, es ist ein Handlungsbedarf. Und ich möchte noch einmal unterstreichen, Eltern, die dann kommen, sind sehr, sehr dankbar, weil in der Not sind sie alle. Sie wollen für ihre Kinder das Beste. Und genauso wie wir über die Verwöhnungsfalle, ein Schwerpunktthema von mir, wo die Kinder hineinfallen, aber die Kinder hineinfallen, weil die Eltern eigentlich das Beste wollen für ihre Kinder und sehr dankbar sind, wenn man sie darüber aufklärt, dass diese Art von Verwöhnung in vielseitiger Weise nicht das Beste für die Kinder sind. Weil die Politik gefragt ist, das ist bei uns ein ganz großes Thema. Und wenn man sich die letzten Wochen angesehen hat, ist das mittlerweile zur Chefsache erklärt worden. Der Herr Landeshauptmann hat da das Thema ganz bewusst aufgenommen. Da hat gestern eine Mediengeschichte gegeben, wo gehen wir auch hin bei der Entwicklung zur Gewalt. Wir diskutieren das ganz intensiv. Uns ist aber bewusst, wie soll die Politik jungen Menschen jetzt sagen, du musst einen Führerschein machen, nur dann darfst du ein Kind bekommen. Das klingt wunderbar. Wir versuchen es im Moment nur um die Überlegungen der Politik eher auf der anderen Seite, um zu sagen, wie können wir belohnen jene, die sich bewusst damit auseinandersetzen. Das ist bei uns jetzt so in der Diskussion, was könnte man eventuell auch im Mutter-Kind-Pass machen, wo könnte man durchaus ein paar Zuckerl geben für diejenigen, die es machen, weil Angebote und Informationen gibt es in unserem Land ganz viele und ich sage euch bewusst, mir war das Thema, ich habe es eh erzählt, ich bin im Urlaub auf das Thema gestoßen, weil ich schockiert war, dass da die 1,5-Jährigen mit dem eine Stunde beim Essen sitzen und irgendwelche Videos anschauen, also das hat mich persönlich schockiert und ich stelle fest, dass das Thema ganz oft jetzt schon Thema ist, aber auch da haben wir die Problematik, die Sie selber angesprochen haben, die kommen. Die sind eh schon die gut sind. Nicht? Das Problem ist, wie bringe ich die hin, die halt leider nie kommen. Angebote würde es aus meiner Sicht durchaus geben, aber es wird halt viel zu wenig abgeholt. Und auch da versuchen wir wieder mit so, wie können wir die belohnen, die sich ein bisschen mehr informieren, wie können wir die belohnen, damit sie sich ein bisschen mehr, um bei der Frau Schmidt zu bleiben, Wissen aneignen, um den Kindern wirklich was Gutes zu tun und nicht nur zu glauben, dass man ihnen etwas Gutes tut. Also in der Politik großes Thema. Ich würde gerne auch noch kurz was dazu sagen. In der Steiermark, weil die Frage jetzt war, wie kriege ich die nicht kommen? Ja? In der Steiermark ist ja jetzt seit ein paar Monaten oder einem halben Jahr ungefähr so jetzt flächendeckend die frühen Hilfen ausgerollt. Die frühen Hilfen finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich glaube, die können auch noch finanziell und personell unterfüttert, weil die kommen in diese Familien. Ja? Die kommen in diese Familien, wo die Familien selber gar nicht auf die Idee kommen, wir haben eventuell ein Problem mit Medienkonsum oder irgend sowas, aber die sind dort drin, die sehen das und die können darauf hinweisen. Also solche Projekte sehe ich als große Chance, um die zu erreichen. Eine ganz wichtige Präventionsmaßnahme für Kinder ist auch der Kindersport. Und da möchte ich die Politik in der Steiermark sehr loben. Es gibt mehrere Sportprogramme jetzt, wo wirklich Kinder und der Sport, der frühe Einbindung in Sport, macht auch Gruppen, macht Gruppenbildung und Sport macht eine Belohnung im Körper.
verhindert natürlich auch später Kreislaufkrankheiten und Übergewicht. Und Sport ist eine der besten Präventionsmaßnahmen auch für Mediensucht, wenn wir jetzt sagen, wie kommen wir überhaupt hin? Also unter Sport wird in der Steiermark ganz groß gefördert, der Kindersport, das wissen wir, und dafür sind wir sehr dankbar. Besonders groß, ein Lob der Politik. Es wird immer nur gesudert, es wird immer nur gesudert, ein Lob. Jetzt haben wir zwei Lob schon bekommen, dann bin ich total überfordert. Ja, und ich möchte es auch nur noch bestätigen, nachdem ich in viele Prozesse da in der Politik, auf der Politikebene dankenswerterweise ein bisschen eingebunden bin. Es ist so, und das ist jetzt wieder ganz klar gekommen, der Weg führt über die Prävention. Der Weg führt über die Prävention, über die Sensibilisierung, über die Aufklärung. Und wie es die Frau Landtagspräsidentin auch schon gesagt hat, mittlerweile ist es wirklich zur Chefsache erklärt. Der Herr Landeshauptmann hat sich dieses Themas wirklich angenommen, aus dem Kontext ein Stück weit Gewalt heraus. Aber das ist ja Gewalt, ist ja nur eine Auswirkung, weil ich habe es gestern auch vor den Medien gesagt, kein Kind ist von Geburt an böse, schlecht, was auch immer. Das Kind ist immer das Produkt seines Umfelds, was kriegt es vorgelebt und unter welchen Bedingungen wächst es auf. Und das ist mir schon ein ganz wesentliches Anliegen, das auch immer wieder zu betonen und zu sagen. Also zuerst möchte ich mich bei den drei Impulsreferentinnen und Referenten bedanken. Mir haben die Vorträge ausgesprochen gut gefallen. Wenn ich einen Weihnachtswunsch an den politischen Weihnachtsmann oder an die politische Weihnachtsfrau richten könnte, würde ich sofort sagen, bitte unbedingt ein absolutes Handyverbot bis zum Abschluss der Pflichtschulzeit. Wir halten es fast nicht mehr aus in den Schulen. Die Aufmerksamkeit, ich habe selber drei pubertierende Kinder, die Aufmerksamkeit der Kinder sinkt enorm. Das mit dem schnelleren Denken wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln, weil die Kinder durchs Handy natürlich dazu getrimmt werden, sofort ein Ergebnis zu haben. Und in Latein und Mathematik, wie wir alle wissen, muss man manchmal ein bisschen länger nachdenken und auch knobeln. Also das ist, und wenn wir an unsere hohe Zahl der Schulabgänger sprechen, die nicht sinnerfassend lesen und schreiben können, spielt da natürlich auch das Handy eine große Rolle. Das Handy macht grundsätzlich ungeduldig. Wir haben in polytechnischen Schulen zum Beispiel viel zu viele Kinder, die nicht sinnerfassend lesen und schreiben können. Bitte, wir müssen uns überlegen, was das für die Zukunft dieser jungen Menschen heißt. Und noch was würde ich gern sagen, ich als Mutter habe keine andere Möglichkeit mehr, mit der Schule zu kommunizieren, außer über Schoolfox. Also ich bin selbst gezwungen, in der Früh mein Handy zu nehmen und ich komme da gar nicht mehr aus. Und die Zettelwirtschaft hatte durchaus Vorteile. Und ich bitte die Politik, wirklich auch mutig zu sein und ein Handyverbot im Pflichtschulbereich wirklich zu überdenken. Die Handys ziehen die Aufmerksamkeit der Kinder enorm ab. Das ist mein letzter Punkt und ich möchte einfach danken für die Veranstaltung. Nur ein kurzer Satz zu dem, was es bedeutet, Handys aus Schulen rauszunehmen, aus der vergleichenden Lernforschung. Das ist, als würde man eine zweite Vollzeitlehrkraft in den Raum reinstellen. Ja, der Durchschnitts-IQ der Schulklasse steigt um 5 bis 7 Punkte. Das ist hochsignifikant. Ja, also das ist ein Wahnsinn, wie wirkungsvoll es ist, Handys aus dem Bildungsprozess rauszunehmen. Ja, das müssen wir uns vorstellen, wir könnten in jede Klasse eine zweite Lehrkraft dauerhaft reinstellen. So effizient ist es, wenn man sagt, in der Früh kommt das Handy weg und erst nach dem Ende vom Unterricht kannst du es wieder haben. Die Schulen, mit denen ich gearbeitet habe, erleben da durchaus Widerstand. Zwar ein paar Tage von den Schülern, ich sage immer, es gibt einen Zwergenaufstand für 3 bis 5 Tage, dann ist es eine neue Kultur, es ist einfach so wie die Hausschulpflicht, aber den größten Widerstand oft von den Eltern. Weil die Eltern sagen, ich kann die kleine Lisa nicht erreichen, ich weiß nicht, was die auf die Schularbeit hat und wenn sich die den Fuß verstaucht, was mache ich dann? Wo ich mir denke, dann muss man in der Direktion anrufen. Ja, im Sekretariat, da gibt es Menschen, die sitzen am Telefon. Es ist eine spannende Hilflosigkeit, die da auftaucht, aber schon noch eine Kontrollfantasie der Eltern. Mein Kind muss mir zur Verfügung stehen. Wir haben das auch in der Elementarpädagogik. Also ich bekomme die Rückmeldung
aus dem Kindergartenbereich. Die Kinder kommen mit der Smartwatch in den Kindergarten, man macht einen Morgenkreis, man singt was und plötzlich telefoniert der Papa mit über die Smartwatch und sagt, bitte die Pädagogin möge lauter sprechen, weil er kann zu Hause nicht hören, was da gerade im Kindergarten gesungen wird. Ja? Vollkommen absurde Situationen, die sich steuern lassen würden. Ja, das ist machbar. Also ich mag das auch nochmal unterstreichen, es ist eine der mächtigsten und billigsten, also einfachsten Interventionen, die wir haben. Und ich möchte nur etwas ergänzen, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, nicht zu vergessen. Wir brauchen klare Regeln und wir brauchen klare Umgangsformen. Aber die Zeit der Verbote und vor allem Verbote im Bereich der Kinder und Jugendlichen produziert auch ganz viel Widerstand, weil da werden Grenzen ausgetestet. Das heißt, es muss eine Haltung werden. Es muss eine Haltung werden, die Schüler, also alle Kinder und Jugendlichen, aber auch die Eltern, aber auch die Lehrpersonen mittragen. Nur dann ist es von Erfolg gekrönt, weil mit Verboten allein werden wir das Thema, so gern wir uns das wünschen würden, viele von uns, glaube ich, nicht lösen können. Ja, auch ich sage danke für diese tolle Veranstaltung und die große Bandbreite an Sichtweisen, die da auf dieses Thema gerichtet sind. Ich bin Mama einer 10-jährigen Tochter. Bei uns sie hat jetzt seit 10 Monaten ein Handy. Sie muss das Handy in der Schule in der Früh abgeben, bekommt es, wenn sie nach Hause kommt. Ich behaupte jetzt einmal, ich bin eine Mama, die da eh ziemlich dahinter ist, aber trotzdem vergeht kein Tag, wo wir nicht wegen dem Handy diskutieren, streiten. Und ich frage jetzt als Mama wirklich ganz konkret, jetzt bin ich dahinter, also diese weder Swatch-Uhr noch sonst irgendwas hat sie gehabt, was kann ich wirklich tun? Weil das Verbot bringt gar nichts, ja, haben wir schon alles probiert. Ich habe jetzt schon wieder 2 Anfragen für meine Bildschirmzeit bekommen, weil ich hier sitze. Belohnungssystem, glaube ich, ist auch der falsche Weg, weil dann wertet das Ganze ja wirklich noch mehr auf. Ja? Wenn ich sage, wenn du das brav gemacht hast, also im Moment läuft es so, wenn ich sage, du, wenn du deine Aufgabe gemacht hast, darfst du eine halbe Stunde am Handy spielen. Ich glaube auch nicht, dass das die richtige Lösung ist. Aber was, und jetzt ist sie 10 und ich befürchte, desto mehr es dann in die Pubertät geht, dass es noch schwieriger wird. Also was kann ich wirklich konkret tun, dass das hinhaut? Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist einmal, die Emotion rauszunehmen. Es nützt niemandem, wenn wir diese Dinge wie Handy und so weiter verteufeln. Es nützt weder Ihnen noch Ihrer Tochter noch sonst irgendjemandem. Ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit, wir haben uns immer furchtbar darüber aufgeregt, dass wir Kopf rechnen müssen, weil wir haben gesagt, es gibt ja einen Taschenrechner. Und der Lehrer hat gesagt, ja, aber du wirst nicht immer einen Taschenrechner mit dabei haben. Nein, er hat sich getäuscht. Wir haben immer einen Taschenrechner mit dabei. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist, die Emotion rausnehmen und sich dafür interessieren, gemeinsam mit ihrer Tochter Dinge in dieser digitalen Welt erleben. Es ist völlig in Ordnung, in der Freizeit eine Stunde ein Spiel zu spielen. Aber es geht um die Ausgewogenheit. Es ist dann in Ordnung, wenn anschließend eine Stunde whatever im Wald spazieren gehen, auch gesagt ist. Ja. Und es gibt ja so das Sprichwort, man soll täglich eine halbe Stunde in der Natur verbringen, außer man hat Stress. Dann sollte man eine Stunde in der Natur verbringen. Ja. Und ich denke, so etwas ganz was Ähnliches gilt für diese Kinder. Ja. Wenn wir das verteufeln, so wie Sie sagen, dann machen wir es ja eigentlich nur noch wichtiger und geben dem eine Macht, die es in sich gar nicht hat. Ja. Aber wenn wir darauf schauen, haben unsere Kinder als Alternative dazu trotzdem noch irgendwas in der realen Welt, das ihre Sozialkontakte fördert, ihre Fantasie fördert, ihre Kreativität fördert, all diese Dinge. Ja, wieso sollen wir es dann verteufeln? Also in Wahrheit Alternativen schaffen, Ausgewogenheit schaffen, das eine schließt das andere nicht aus und zu schauen, dass man es nicht verbietet, sondern bestmöglich begleitet. Das sind momentan die Rezepte, glaube ich, die man gut mitgeben kann. Und ich glaube, du hast da noch ein bisschen was zu ergänzen.
Ja, weil also ich merke auch, wir verhandeln da extrem komplexe gesellschaftliche Themen, oder? Das spielt sich jetzt in einzelnen Beziehungen wieder, oder wie tue ich mit meiner 6-jährigen Tochter, wie tue ich mit meinem 12-jährigen Sohn? Aber unsere zentrale Frage ist, wie wollen wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft der in Österreich Lebenden oder hier Sitzenden mit Medien tun? Und was mir da total fehlt, ist der Zusammenschluss der Eltern. Also es gibt Schulexperimente, Schulversuche, wo die Eltern sagen, in unseren Klassen, unsere Kinder kriegen alle ein Handy, wenn sie 14 sind, zum Beispiel, die ganze Klasse gemeinsam, ja, oder wenn sie in die 4. Klasse kommen, es werden ja nicht alle gleichzeitig 14. Das heißt, wir haben einen gemeinsamen Punkt, wir haben einen unfassbaren Gruppendruckeffekt. Wenn ein Kind ein Handy hat, müssen alle ein Handy haben. Wenn die Hälfte der Klasse ein Handy hat, gibt es die ganze Kommunikation nur noch auf WhatsApp. In dem Moment, wo es gelingt, sich zusammenzuschließen, die Schule in die Verantwortung zu holen, die anderen Eltern in die Verantwortung zu holen und zu sagen, wie wollen wir das gemeinsam lösen, da passiert Veränderung. Daneben stellen mag ich noch die Überlegung, ich denke Mediennutzung immer in Töpfen. Also wenn ich eine Tochter habe, die gerne kommuniziert und auf WhatsApp ist, überhaupt kein Thema. Ja, das kann man zeitlich limitieren. Super, wenn sie am Abend aus dem Kinderzimmer rauskommt, sie muss nicht mit dem Handy schlafen gehen. Problematisch auch aus der Forschung sind vor allem eben Social Media Dienste und da wäre ihre Tochter rein alterstechnisch in der Hochrisikogruppe. 10- bis 13-jährige Mädchen, die TikTok, Instagram oder Snapchat nutzen, die verfünffachen circa ihre Wahrscheinlichkeit, dass sie Essstörungen entwickeln, dass sie selbstverletzendes Verhalten entwickeln, dass sie so depressive Gedankenstrukturen entwickeln, bis hin zur Suizidalität. Und das ist ein direkter Effekt von Social Media. Das heißt, wenn ich sage, meine Tochter nutzt ein Handy, kein Thema. Meine Tochter kommuniziert, wunderbar, solange es im Rahmen ist. Aber ich würde sagen, Social Media, TikTok, Instagram, Snapchat, so spät wie möglich und so wenig wie möglich. Nachdem das Thema Schule gefallen ist, ich leite seit 11 Jahren ein Gymnasium und ich muss sagen, in diesen 11 Jahren hat sich wahnsinnig viel verändert. Also man sieht schon den Einfluss der digitalen Medien, obwohl ich sie auch nicht nur verteufeln möchte. Das ist eine Wirklichkeit, mit der wir leben. Es gibt die positiven Seiten daran, aber wir sehen schon, dass zum Beispiel Wissen einfach nicht sacken kann. Früher ist man nach Hause gegangen und das, was man am Vormittag gelernt hat, konnte sich irgendwo festigen. Jetzt haben wir an der Schule ein Handyverbot. Wir waren, glaube ich, eine der ersten Schulen, die es eingeführt hat, weil wir uns als Privatschule vielleicht auch eher drüber getraut haben. Das Handy ist also weg vom Beginn des Unterrichts bis Unterrichtsende, wobei wir es nicht wegsperren, sondern den Schülern auch diese Eigenverantwortung übergeben. Aber wenn sie erwischt werden, damit wird es abgenommen. Weil es wegzusperren ist irgendwie auch nicht der richtige Weg. Sie sollen ja lernen, damit irgendwie vernünftig umzugehen. Wir merken zunehmend fehlende Empathie. Wir haben ganz oft Themen, und ich spreche auch mit den Kollegen und Kolleginnen aus den anderen Schulen, es gibt ganz viele Thematiken mit WhatsApp-Gruppen, wo einzelne Kinder gemobbt werden, wo einfach Dinge, die früher vielleicht nach dem Vormittag vorbei waren, jetzt einfach unbegrenzt weitergehen. Und ich muss sagen, wir kommen als Schulen damit zunehmend auch schlechter zurecht, weil da werden uns einfach Dinge aufgelastet oder es wird alles auf die Schule abgeschoben, was nicht unbedingt in die Schule gehört. Also ich kaufe keinem Kind ein Smartphone, ich habe keinem einzigen Kind jemals WhatsApp installiert, aber ich bin diejenige, die geholt wird, wenn es irgendwo eskaliert. Nur wie gesagt, man muss einfach schauen, dass man irgendwie so Randbedingungen schafft, wo zum einen das nicht ganz unterbunden wird, weil es hat auch Vorteile, aber zum anderen doch eine Sicherheit da ist und es muss auch nicht, also ich sage, wenn es ein generelles Handyverbot in Österreich oder in der Steiermark gäbe, und da würde ich wirklich darum bitten, muss nicht jeder Lehrer mit jedem Schüler jedes Mal diskutieren, warum das jetzt weg soll. Also ich denke, mit den Eltern ist es natürlich noch schwieriger, sie zu Hause haben es ja noch schwerer, wenn es in der Schule ein Handyverbot gibt, was sagen sie zu Hause? Darf ich in der Schule nicht? Muss ich jetzt zu Hause oder so? Also es ist einfach eine Entwicklung, die, glaube ich, sehr schnell gekommen ist und die uns ein bisschen überfahren hat. Und wir schreien eigentlich eh schon seit Jahren nach einer Regelung und immer wieder gibt es von den Schulen Alarmrufe. Gott sei Dank wird jetzt reagiert, also ich sage einfach Danke. Ja,
ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher und relevanter Punkt ist, den Sie ansprechen. Und das ist auch das, was ich früher ein Stück weit versucht habe zu sagen. Ein ausschließliches Verbot in der Schule löst dieses Problem nicht, verschiebt das Problem in andere Sphären. Und in Wahrheit braucht es, so wie es das alte afrikanische Sprichwort sagt, eben um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Es braucht die Eltern, es braucht die Schule, es braucht die Bildungseinrichtungen, es braucht die außerschulischen Einrichtungen. Und ich glaube, es braucht hier einfach ein gesellschaftliches Commitment, wieder Vereinbarungen zu schließen, an die sich alle halten, weil es ist Fluch und Segen zugleich, so wie unser Titel das heute sagt. Ich würde vorschlagen, die abschließende Frage, denn die Zeit ist schon etwas fortgeschritten und wir können uns ja danach beim Empfang noch durchaus bilateral oder mehrlateral, sage ich jetzt einmal, austauschen und weitere Fragen klären. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend. Danke, dass ich das jetzt noch nutzen darf. Ich möchte kurz erklären, dass ich heute aus zweierlei Gründen hier Danke sagen möchte für diese Möglichkeit, ein Teil dieser Runde sein zu dürfen. Zum einen bin ich Mutter von 4 Kindern im Alter zwischen 10 und 18 Jahren. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich 24/7 mit dieser Thematik. Und ich kann gar nicht sagen, wie viel Nerven ich verliere. Und ich bin sehr dankbar für alle Inputs, die mir da heute mit auf den Weg gegeben wurden, um meiner Verzweiflung diesbezüglich ein bisschen eine Grenze zu setzen, bitte ich den Lukas, den ich es auch schon seit vielen Jahren kenne. Wir haben nämlich, und das ist mein zweiter Beweggrund, warum ich hier bin, auch auf beruflicher Ebene mit ihm zu tun gehabt, weil wir schon vor vielen Jahren in unserer Gemeinde den Lukas eingeladen haben, um hier auch aktiv auf Jugendliche und auf Eltern zuzugehen und zu informieren und zu sensibilisieren. Aber ich bitte wirklich, Lukas, vielleicht besteht auch die Möglichkeit, noch diesen ganzen Horror-Nachrichten, die wir da heute eigentlich jetzt da auf der negativen Seite mit nach Hause nehmen, vielleicht auch ein, zwei Argumente uns zu bringen oder überhaupt zu sagen, ob das Gerät einen Vorteil auch hat für unsere Kinder. Das wäre mir ein Anliegen und würde mich vielleicht ein bisschen stärken, aber grundsätzlich, ich möchte auch an meine Vorrednerin bitte noch kurz anknüpfen dürfen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass in der Schule, in der unsere Kinder eben den Zeitraum zwischen 10 und 14 Jahren verbracht haben, genau diese Art und Weise des Umgangs mit dem Handy praktiziert wurde und wird. Und da kann ich wirklich nur unterstützend oder unterstreichend sagen, das ist meines Erachtens ein sehr guter Zugang, dass wirklich in der Früh, ich meine, am Schulweg ist das Handy eh schon omnipräsent, eigentlich schon davor am ersten Toilettgang. Und wenn es dann in der Schule abgegeben werden darf, macht es durchaus Sinn, weil dann kann man sich wirklich vielleicht einmal auf das Gegenüber konzentrieren, auf die Mitschülerinnen. Ich weiß, wovon Sie sprechen, aber das Handy dann in den Unterricht so zu integrieren, dass es als Arbeitsmittel eingesetzt wird, das finde ich äußerst vernünftig. Aber man muss nicht rund um die Uhr in der Schulzeit auch wirklich schauen, wie viele Nachrichten da sind, wie wird man auf Snapchat angeschrieben, wie auch immer, und diesen Zugang finde ich sehr, sehr vernünftig und ja, vielleicht ergibt sich ja wirklich auch die Vorgabe oder die politische Möglichkeit, hier entsprechend zu handeln. Dafür wäre ich da dankbar, wobei natürlich, und das sagen Sie auch richtig, die Privatzeit dann natürlich auch entsprechend von den Eltern dann gehandelt werden muss. Aber nachdem jetzt viel eh schon auf Ganztagesschule abzielt, ist doch vielleicht die Möglichkeit, die Kinder wirklich längerfristig von diesen Gadgets fernzuhalten. Aber Lukas, bitte. Danke. Der Druck ist hoch. ich mag schon was sagen. Teenager-Entwicklungsaufgabe ist Individualisierung, Kontakt in der Peer Group, Abgrenzung von anderen, Auseinandersetzen mit der Gesellschaft, Streiten mit den Eltern, ja, Konflikte, Reibung erzeugt Wärme. Wir haben Medien zum primären Konfliktraum für Jugendliche gemacht. Wir haben sie im öffentlichen Raum teilweise verdrängt. Worüber soll ein Kind mit ihnen streiten, außer über Medien? Ich mag mehr Handyzeit, ich mag mehr Computerspielen, ich mag mehr und so weiter. Dass die Kinder das machen, ist ein vollkommen gesunder Entwicklungsschritt.
selbst wenn wir uns die problematischen Zahlen anschauen, dass ein gutes Drittel wirklich eine problematische Nutzung hat, diese gleiche Diskussion war in meiner Teenagerzeit beim Alkohol so groß. Das Kofferraumsaufen, die Discos und so weiter. Kein Kind geht mehr fort. Die Eltern kommen zu mir in die Praxis und sagen, ich wäre so froh, wenn meine Tochter mal fortgeht und sich ansauft und ich hole sie ab um 5 in der Früh. Weil dann würde sie zumindest rausgehen. Aber, und das auch zur Beruhigung, da sind die Zahlen auch klar, es wächst sich aus. Weil wenn die Kinder das alle mit 15 problematisch nutzen, und wir haben Medien in der Form seit circa 15 Jahren, hätten wir ja lauter schwer mediensüchtige Mitzwanziger. Wo sind die? Die fangen trotzdem an zum Fortgehen, zum Studieren, Ausbildung machen, schmusen, Familie gründen und so weiter. Zur Beruhigung sage ich zu den Eltern immer, es gibt die absolut nicht wissenschaftliche Lukas-Wagner-Mediennutzungskurve. Mit 10 bis 12 geht es so nach oben, hat so einen Peak zwischen 13 und 18 und sinkt dann ganz stark wieder. So wie das Fortgehen früher, so wie viele jugendkulturelle Formen, das heißt der Punk und so weiter. Beim Großteil wächst sich das aus und die schaffen eine gesunde, nachhaltige Form der Mediennutzung in ihren Alltag zu integrieren. Das vielleicht zur Beruhigung. Also ich glaube, das waren jetzt die perfekten Schlussworte für den offiziellen Teil dieser Veranstaltung, weil es ist so, Kinder und Jugendliche müssen sich reiben, sie brauchen Grenzen, sie brauchen aber auch Konflikte, damit sie gut für die Zukunft gerüstet sind. Und es ist für uns alle, egal ob wir jetzt in der Schule, im professionellen Bereich tätig sind oder einfach nur Eltern sind, eine Riesenherausforderung. Aber auch diese Generation ist keine verlorene Generation und ich möchte es immer so bestreiten, sondern das ist ein völliger Blödsinn, ja, der da teilweise durch die, sage ich jetzt einmal, Medien geistert. Sie haben andere Kompetenzen, sie haben andere Herausforderungen und es ist unser Job, sie dabei bestmöglich zu begleiten. In diesem Sinne möchte ich mich noch einmal bei dir bedanken, dir vielleicht ein kurzes Schlusswort von dir hier noch uns abzuholen. Und wünsche Ihnen von meiner Seite einen schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank, Denise. Also, Frau Bürgermeisterin, vielen Dank, dass wir zum Schluss auch noch was Positives gehört haben, weil das soll heute nicht ein Abend sein, wo wir alle depressiv nach Hause gehen und sagen, ganz schrecklich, die Welt ist tot und unsere Jugend ist verloren. Und darum vielen Dank für die Geschichte zum Schluss. Ich glaube auch, also ich kann mich ja zurückerinnern, also wir haben nicht aus dem Kofferraum gesoffen. Aber gesoffen haben wir auch. Also und bei uns war ganz in so es damals hat es noch keine Mittelschule gegeben, sondern Hauptschule, also in der 4. Klasse hat man mal geraucht. Weil wenn man nicht geraucht hat, dann war man nicht in. Nicht? Hat eh keinen geschmeckt, aber man hat trotzdem geraucht. Nicht? Also ich glaube schon auch, man muss halt ein bisschen unterscheiden. Die Problematik ist halt nur, das, was Sie jetzt machen, macht halt ganz viele Entwicklungshemmungen oder wie soll ich das sagen. Es gibt halt viele Dinge, die in eine Richtung gehen, die Ihnen körperlich nicht gut tut und Ihnen seelisch nicht gut tut. Und eigentlich hat den Fehler meine Generation gemacht. Eine Kollegin hat einmal zu mir gesagt, das Problem ist, du erwartest von Eltern heute, dass sie klare Grenzen setzen, etwas, das sie nicht gelernt haben. Also irgendwo sind wir schon alle mit dabei gewesen bei dieser Entwicklung. Tun wir da nicht die jetzigen irgendwie, das würde ich mir auch wünschen. Sondern schauen wir, was können wir als Gesellschaft, und vielen Dank, Lukas, dafür auch zu sagen, da wir nicht das einzige Ding diskutieren, sondern was können wir als Gesellschaft tun, was können wir alle gemeinsam tun, um ein Bewusstsein zu schaffen. Und darum von mir dieses große Danke, dass ihr heute da seid, weil ihr seid diejenigen, die das hinaustragen müsst. Ihr seid diejenigen, die das draußen ein bisschen mehr zum Thema machen müsst. Bei kleinen Dingen einfach nur so mal Geschichte erzählen, was passiert, wenn. Und dass das nicht witzig ist, wenn man sich selber nackt fotografiert. Das Foto gibt es immer und ewig. Nicht? Und beim eigenen, glaube ich, ist es wurscht mit strafrechtlich, aber wenn man die Freundin fotografiert, kann schon mal kritisch werden. Also vielleicht auch solche Dinge zu erzählen, um ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen. Ich habe einen klaren Auftrag mitgenommen, ich werde meinen Landesrat stärken mit seiner Idee des Handyverbots während der Schulzeit. Wenn ihr alle erlaubt, werde ich ihm das mitgeben. Ich glaube, damit hat er Freude, wenn das aus dieser Runde auch kommt.
Und wir in der Politik versuchen tatsächlich ein bisschen einen Rahmen zu machen. Aber Politik kann immer nur Rahmen machen. Gesellschaft macht jede und jeder von uns. Und darum bitte ich euch, das auch in Zukunft zu tun. Ich habe eines gelernt, Empathie ist ganz wichtig, dass die Menschen sich austauschen, ist ganz wichtig. Das tut auch uns Erwachsenen gut. Ich lade euch herzlich ein, wir gehen in den Rittersaal, wir trinken was, wir essen was gemeinsam, wir reden miteinander. Vielleicht umarmt euch auch mal ein bisschen, das mögen die Menschen auch. Ich glaube, wir müssen auch wieder anfangen, der nächsten Generation zu zeigen, dass auch wir, weil wenn ihr dann nach Hause geht, dann schaut's mal alle auf euer Handy und schaut's mal, wie lange ihr es jeden Tag benutzt. Und dann reden wir wieder darüber, wie lange es die Kinder benutzen dürfen. Gut, haben wir das auch besprochen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bleiben wir noch ein bisschen dort, tauschen wir uns noch ein bisschen aus. Und ganz vielen Dank an euch vier, dass ihr gekommen seid, dass ihr eure Expertise eingebracht habt, dass ihr bereit wart, es an uns weiterzugeben und dass ihr vor allen Dingen draußen noch diejenigen seid, die am Thema dranbleibt und kämpfen. Ich bin heute schon unverschämt, wenn ich euch wieder brauche, rufe ich euch wieder an. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön noch einmal und euch auch. Vielen herzlichen Dank.